Guten Tag, ich möchte Sie recht herzlich zu unserem zweiten Fachgespräch der Reihe Männlichkeiten und Männlichkeitsbilder in der Neuen Rechten begrüßen. Das Thema heute heißt Männlichkeit und autoritärer Charakter, sozialpsychologische Deutungen rechter Weltanschauungen. Dazu haben wir Dr. Sebastian Winter von der Hochschule Hannover eingeladen und ich möchte ihn ganz besonders begrüßen. Ich bin Henning von Bargen und leite zusammen mit meiner Kollegin Ines Kappert das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Fachgesprächsreihe ist eine Kooperation zwischen dem Gunda-Werner-Institut und dem Netzwerk Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse. In der Vorbereitungsgruppe zu diesem Fachgespräch haben mitgearbeitet Andreas Goßes, Volker Handke, Michael Tunsch und Klaus Schwärmer. Andreas Goßes wird gleich für das Forum Männer begrüßen und das Gespräch moderieren, unterstützt von Volker Handke und mir. Worum geht es? Wie Sie vermutlich wissen oder wahrnehmen, erstarken weltweit nationalvölkische neurechte Politiken, und die AkteurInnen bedienen sich verschiedener, zum Teil rassifizierender Zuschreibungen ethnischer, kultureller, nationaler, geschlechtlicher oder religiöser Gruppenidentitäten und forcieren eine Politik der Ausgrenzung und Abwertung der als andere markierten Gruppen. Mit den Wahlerfolgen der AfD ist dieser Trend auch in Deutschland angekommen und sichtbar geworden und stößt vor allem in gesellschaftlichen Debatten über geschlechtliche Vielfalt und Männlichkeit auf besondere Akzeptanz. Die Forderung, echte oder wahre Männlichkeit wiederherzustellen, wird laut erhoben, zum Beispiel von der AfD. Die Auswirkungen dieser Weltsicht sind zum Beispiel an der steigenden Zahl von rassistischen und gewalttätigen Übergriffen auf alles, was als nicht zugehörig gedeutet wird, abzulesen. Und gemeinsam ist diesen Übergriffen, dass einerseits überwiegend Männer als Täter agieren und es sich andererseits bei den Angriffen um rassifizierte, migrantische und/oder marginalisierte Menschengruppen handelt, unter anderem Schwarze, People of Color, LGBTI-Personen, aber auch Frauen und Männer, die nicht dem traditionellen Bild von Weiblichkeit und Männlichkeit entsprechen. Wir haben uns gefragt, woran es liegt, dass Rechtsextremismus und Rechtspopulismus, insbesondere auf Personen, die sich als Männer definieren, so anziehend wirkt. Bisherige Erklärungsmuster und Deutungsangebote variieren erheblich. Und je nach eigener Positionierung, Weltsicht und Kontext werden Erklärungen unter anderem wie latente faschistische Kontinuität, White Supremacy, autoritätshörige Männlichkeit, Globalisierungsverlierer, Versagen der Linken, Abwehr gesellschaftlicher Individualisierungs- und Liberalisierungsprozesse, soziokulturelle Marginalisierung, Modernisierungsabwehr oder Folgen globaler Transformationsprozesse genannt. Wir wollen uns mit den Erklärungsansätzen näher auseinandersetzen und die verschiedenen Dimensionen sozialer Ungleichheit, die eine Rolle spielen, analysieren und möglichst intersektional auf das Phänomen schauen. Wir haben dazu diese Fachgesprächsreihe konzipiert, die eben auch Raum für verschiedene, zum Beispiel psychologische, pädagogische, soziologische, ökonomische Perspektiven gibt. Beim ersten Fachgespräch im letzten November führte Professor Dr. Fabian Lamp von der Hochschule Kiel überblicksartig aus, welche Männlichkeitskonstruktionen er in Rechtspopulismus und Rechtsextremismus begegnet und wie sich diese auf soziale Arbeit auswirken können und welche Handlungsmöglichkeiten er in der sozialen und pädagogischen Arbeit sieht. Denn dort sind Antworten zu finden auf die Frage, wie die Alternativen zu rechten Männlichkeitskonstruktionen und Männlichkeitsbildern am besten ermöglicht und unterstützt werden können. Was erwartet Sie heute?
Dr. Sebastian Winter beschäftigt sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit seit vielen Jahren mit Rechtsextremismus und dem Zusammenhang von Geschlecht und Ressentiment. Er geht in seinem Vortrag dann aus sozialpsychologischer Sicht der Frage nach, was rechte, autoritäre Modelle in einer komplexer werdenden Welt so attraktiv macht und was das für die politische und auch pädagogische Praxis bedeuten könnte. Im Anschluss an den Vortrag haben Sie Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen, zu kommentieren, zu diskutieren. Diesen Teil wird, wie gesagt, Andreas Großes, er ist Psychologe, Männerberater und Sprecher des Forum Männer, moderieren und Volker Hanke und ich werden ihn dabei unterstützen. Wenn Sie einen Wortbeitrag haben, dann melden Sie sich bitte mit der Hand, bei manchen ist es auch eine blaue Hand. Diese finden Sie, wenn Sie in der Menüleiste unten auf TeilnehmerInnen klicken und im sich dann öffnenden Fenster die blaue Hand, die müssen Sie dann anklicken oder die Hand. Sie können auch den Chat nutzen, um Ihre Fragen zu stellen. Klicken Sie dazu im Menü den Chat-Button an und in dem Fenster können Sie dann Ihre Nachricht eintippen. Da ist es gut, auch nochmal zu gucken, an wen Sie die Nachricht schicken, also auswählen, Nachricht an alle oder an jeden oder was Ähnliches steht dann da. Sollten Sie technische Probleme oder Hinweise an uns als Moderation haben, dann können Sie dazu auch den Chat nutzen. Wir versuchen dann entlang der von Ihnen gestellten Fragen und Wortmeldungen die Diskussion zu strukturieren. Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, wenn nicht alle Meldungen und Fragen zum Zuge kommen. Wir sind eine sehr große Runde und haben nur eine begrenzte Zeit und wir möchten auch darauf hinweisen und darum bitten, dass alle Teilnehmenden bei Wortbeiträgen und im Chat respektvoll und diskriminierungssensibel miteinander umgehen und die Netiquette einhalten. Sollte das wider Erwarten nicht der Fall sein, dann werden wir als Moderationsteam gegebenenfalls auch Teilnehmende ausschließen. Ganz wichtig, dieses Fachgespräch wird aufgezeichnet und im Nachgang zu Dokumentationszwecken als Video online gestellt. Mit Ihrer Anmeldung und Teilnahme jetzt erklären Sie sich bereit, dass wir diese Aufnahmen veröffentlichen dürfen. So, bevor ich nun an Andreas Großes übergebe, möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die uns bei der Organisation der Veranstaltung unterstützt haben. Gabriel von der Technik, Julia vom Tagungsbüro, meine KollegInnen im Gunda-Werner-Institut, namentlich Hanna Lichtentäler und Christiane Bornstedt. Und ohne all die auch diese und die anderen KollegInnen würden wir solche Veranstaltungen gar nicht realisieren können. Deshalb nochmal ein herzliches Dankeschön. So viel zunächst von mir. Jetzt übergebe ich an Andreas Großes vom Forum Männer für seine Begrüßung und die Moderation. Ja, danke, Henning. Also auch von meiner Seite erstmal herzlich willkommen in dieser Veranstaltungsreihe. Und das ist ja die zweite Veranstaltung, die wir jetzt haben in dieser Veranstaltungsreihe, auf die ich sehr gespannt bin. Und ich freue mich auch schon sehr darüber, dass wir doch jetzt über 100 Menschen sind, die teilnehmen. Ich wollte nur noch kurz, bevor es dann endlich losgeht, etwas zu uns sagen. Also wir, das Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse, sind ja Veranstalter zusammen mit dem Gunda-Werner-Institut. Und uns verbindet eine langjährige Zusammenarbeit, die wir jetzt auch seit über 20 Jahren pflegen. Es gibt uns das Forum Männer seit dieser Zeit. Es war eine andere Zeit noch in den Debatten um Geschlechterverhältnisse, wo es eher damals noch recht wenige als Männer gelesene Menschen gab, die sich daran beteiligt haben. Und damals ging es uns darum, auch einen Zusammenschluss zu finden, wo wir als Menschen, die in der Forschung sind, die in der konkreten Arbeit auch sich befinden, sowohl in der Sozialarbeit, in der Psychotherapie, in verschiedensten Settings, einen Weg zu finden, auch in die Debatte zu gehen und Beiträge zu leisten. Das ist uns, das überlasse ich Ihnen, wie weit uns das gut gelungen ist. Aber hier haben wir jetzt eine neue Herausforderung für uns. Das ist das erste Mal, die erste Reihe, die wir jetzt auch online starten, diese Veranstaltungsreihe. Wir überlegen noch, inwieweit es münden kann in eine
Tagung, wenn es auch wieder möglich ist, sich auch zu treffen, dass wir verschiedenste Beiträge einfließen lassen, um das zusammen zu diskutieren. Einerseits, wie Henning schon eben erwähnte, interessieren uns die Erklärungsansätze, aber andererseits auch ganz klar Handlungsstrategien. Was können wir tun? Wie können wir auch mit bestimmten Entwicklungen umgehen und sie nicht nur verstehen, sondern auch uns da aktiv einzubringen? Ich bin gespannt auf diese Diskussion, die wir auch nachher haben werden. Aber vor allem möchte ich jetzt nochmal meinerseits auch Privatdozent Dr. Sebastian Winter sehr begrüßen von der Uni Hannover, Hochschule Hannover. Und ja, als Sozialpsychologe auch nochmal Deutung rechter Weltanschauungen zu betrachten und da Erklärungsansätze zu sehen, das ist natürlich sehr nah für mich auch als Psychologe und Psychotherapeut eine spannende Diskussion, und ich hoffe, auch für Sie wird es spannend. Und damit möchte ich an Sie, Herr Winter, übergeben und freue mich auf Ihren Beitrag. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier etwas vortragen zu können in diesem Rahmen. Wir haben ja heute auch den Gedenktag zur Befreiung von Auschwitz, was vielleicht passend ist, auch zum Thema des Vortrags. Ich versuche jetzt einmal meinen Bildschirm freizugeben, damit Sie die Präsentation sehen. Ich hoffe, das klappt jetzt problemlos. So, ich hoffe, Sie können jetzt alle meinen Bildschirm sehen. Ja, gut. Ich werde meinen Vortrag, meinen Input-Vortrag in 5 Abschnitte aufteilen, die sich jeweils ranken um bestimmte unterschiedliche Bilder aktueller, autoritärer Männlichkeitsinszenierungen. Über die Bilder werden wir dann auf die sozialpsychologischen Zusammenhänge von Männlichkeit, Autoritarismus und Frauenfeindschaft und deren unterschiedlichen Erscheinungsweisen zu sprechen kommen. Der Vortrag wird so ungefähr 30 Minuten dauern, ist eher so als Input gedacht, um Material zu liefern, und ich bin dann sehr gespannt auf die anschließende Diskussion zu den verschiedenen Bildern oder diesen verschiedenen Abschnitten, die ich vorführen will. Da geht es erstens um Panzer und Fluten, der konformistische Rebell. Zweitens um den Antigenderismus, der Heterosexuelle. Drittens um maskulinistischen Frauenhass, der Terrorist. Viertens um die heile Familie und das Bild des Vaters. Fünftens um das Othering, der Sexismus, der Frauenverteidiger. Dazu jeweils unterschiedlich ausführlich Gedanken und theoretische Überlegungen auch zum Zusammenhang dieser Männlichkeitsbilder mit Autoritarismus. Zunächst zum konformistischen Rebell. Wir sehen hier die bekannten Bilder vom 6. Januar, als ein von Trump aufgehetzter, den Bildern nachzuschließen, ganz überwiegend männlicher Mob versucht hat, das Kapitol in Washington zu stürmen. Die Bilder zeigen zwei seltsam gegensätzliche Tendenzen, um die es mir hier geht. Ich weiß nicht, ob Sie meinen Cursor sehen. Wenn ja, ist perfekt. Ansonsten sehen Sie auf jeden Fall die Bilder. Wir haben einerseits Bilder, wo es um so etwas geht wie ein Fluten, ein Anbranden gegen das Gebäude, diese Menschenmasse, fast wie ein Organismus aussehen, schwappt hier hoch wie eine Welle an dem Gebäude. Einerseits, andererseits, wenn wir uns die Einzelnen vor allem dann angucken, sind sie gepanzert. Sie haben Helme auf, hier noch Schutzbrillen, häufig schusssichere Westen, teilweise auch noch, sieht man jetzt hier auf den Bildern, ja teilweise noch Ellbogenschützer, hier Handschuhe, also Tücher vorm Gesicht. Also einerseits dieses fast flüssige Fluten, andererseits etwas sehr scharf abgegrenztes, gepanzertes. Wir sehen eine Gleichzeitigkeit von einer Enthemmung, Auflösung in der Gemeinschaft, ein Einswerden mit der Truppe im Angriff und zugleich ein Unanrührbarsein, gepanzert sein, unverletzlich sein. Dieses flüssige, enthemmte, Grenzen niederreißen
wollen, alle Regeln und Gesetze des Zusammenlebens verhöhnen. Hier sehen wir den einen, der Angreifer in dem Büro von Pelosi. Dieses Gesetze verhöhnende und zugleich aber Grenzen und Gesetze und die Abgrenzungen, die Panzerungen in einer gnadenlosen Schärfe ziehende, ist ein Grundmerkmal von autoritären Haltungen. Sehr schön ist das, finde ich, in dieser Karikatur auf den Punkt gebracht von Trump, der Law and Order schreiend quasi alle Regeln und Gesetze auflöst. Diese scheinbar absurde Gegensätzlichkeit von autoritärer Begrenzung und rebellischer Auflösung ist ein Kernelement, hatte ich gesagt, des Autoritarismus. Im Umfeld von Theodor W. Adorno mit den berühmten Studien zum autoritären Charakter wurde diese Zweiseitigkeit mit dem Begriff der konformistischen Rebellion gefasst, der aktuell in der Forschung, zum Beispiel in diesem Sammelband, wieder stark diskutiert wird. Die Grundidee dieser konformistischen Rebellion ist, dass die Subjekte mit all ihren Sorgen und Konflikten, ihren verinnerlichten Selbstzwängen, Zerrissenheiten zwischen Es und Über-Ich, Schuldgefühlen, Gefühl von Entfremdung und Isolation, hier in der konformistischen Rebellion eine scheinbare Erlösung, eine negative Aufhebung der intra- und intersubjektiven Spannungen finden können. Leo Löwenthal hat diese allgemeine Ausgangsstimmung von Unbehagen, Zerrissenheit, Schuldgefühlen, Malaise genannt. Die könnte auch in depressiver Erschöpfung, psychosomatischen Beschwerden oder auch emanzipatorischer Gegenwehr münden. Sie kann aber auch in autoritären Lösungen münden. Diese autoritären Lösungen werden dann besonders attraktiv, wenn die Welt aus den Fugen gerät. Die Formen der institutionellen Abwehr und besänftigende Integration der Malaise, zum Beispiel in stabilen Macht- und Anerkennungsverhältnissen, stabilen, lebenslang tauglichen Identitäten etc., wenn die erodieren. Und wenn dann eventuell noch irgendeine persönliche Krise dazukommt, wird der Rückgriff auf die autoritäre Lösung sehr verlockend. Psychodynamisch funktioniert diese Lösung der konformistischen Rebellion so, wie Sigmund Freud sie schon nach den Erfahrungen des Hurra-Patriotismus im Ersten Weltkrieg beschrieben hat, in seinem Buch Massenpsychologie und Ich-Analyse. Freud beschreibt hier eine rauschartige Identifikation der Gemeinschaftsmitglieder miteinander über das geteilte Ideal. Das ist dann diese Stimmung dieses rauschartigen, fast verflüssigten Einswerdens. Das hat Freud in seiner berühmten Massenformel beschrieben, die ich hier mal kurz noch mal rauskopiert habe. Die Idee ist, dass ein äußeres Objekt das, was dann der Führer wird, also ein Mensch, es kann aber auch eine Fahne sein, zum Beispiel die Nationalfahne, die Nation als Gemeinschaft verkörpert, dass dieses äußere Objekt als inneres Objekt zum Ich-Ideal erhoben wird. Es wird an die Stelle des Über-Ichs gesetzt, wird der Maßstab für das, was gut ist, was richtig ist, und dieses anstelle des Ich-Ideals setzen ist ein Vorgang, der ist wie eine schwärmerische Verliebtheit, ein Anhimmeln, so wie ein Star angehimmelt wird, eine narzisstische Verliebtheit. Und infolge dessen, dass die Mitglieder der Gemeinschaft das alle machen, alle dasselbe Ich-Ideal nehmen, dasselbe Objekt zum Ich-Ideal nehmen, können sie sich in ihrem Ich miteinander identifizieren und es entsteht ein Gefühl der Einheit, der einheitlichen Großartigkeit. Es entsteht ein Gefühl der Gemeinschaft und Stärke. Kollektiver Narzissmus hat der Adorno das genannt. Nicht ein einzelner Narzissmus, sondern ein kollektiver, die Gemeinschaft, das Wir, das grenzenlose Wir wird geliebt. Zur Massenpsychologie gehört nun der Autoritarismus. Die quälenden individuellen Über-Ichs, die für die inneren Zerrissenheiten, Schuldgefühle etc. sorgen, werden abgespalten, das kollektive Ideal als Ich-Ideal, in die Seelen der zu Zellen der Gemeinschaft gewandelnden eingesenkt. Sie folgen dann, und das ist das Autoritäre daran, jedem charismatischen Führer, der es propagandistisch schafft,
das Ideal zu verkörpern. Die Realität wird dann demgegenüber zweitrangig. Was zählt, ist das Ich-Ideal, was durch einen Führer verkörpert wird. Deshalb dann auch die Wissenschaftsfeindlichkeit, das Funktionieren der Massenpsychologie, der Anerkennung des Führers unabhängig vom Realitätsgehalt der Aussagen. Also nochmal kurz zusammengefasst, wir haben die Malaise als Ausgangspunkt, hochgradig konfliktuös, das hier sind jeweils so die einzelnen Subjekte, innerlich konfliktuös, zwischeneinander konfliktuös, und statt dieser Malaise wird eine ganzheitliche Gemeinschaft versprochen. Das ist die Verheißung. Das Problem ist jetzt aber, das Ganze funktioniert nicht. Der Genuss scheitert, denn die empfundene Einheit und Ganzheitlichkeit würde sich schnell wieder zersetzen durch Zweifel, egoistische Lüste, die nicht verschwindende Entfremdung, die andauernden inneren und äußeren Konflikte und letztlich auch die verhaltene Wut über die in der Gemeinschaft noch forcierte individuelle Entmachtung. Das heißt, auch in der Gemeinschaft bleiben die Konflikte. Und für solche Impulse nun stellen die autoritären Weltanschauungen Feinde als Projektionsschirm zur Verfügung. Die sind so, nicht wir. Die Feinde, also das, was stört an der Gemeinschaft, was die Konflikte im Inneren erzeugt, wird nach außen projiziert auf die Feinde. Feinde gibt es nun ganz verschiedene. Feinde oben und Feinde unten, gegen die Grenzen mit aller Schärfe gezogen werden, die den eigenen Körper, die eigene Gemeinschaft nicht berühren dürfen. Da sind wir jetzt bei dem Moment der Panzerung, der Grenzzäune etc. Feinde da unten, Obdachlose, Geflüchtete, perverse, abweichende sexuelle und geschlechtliche Identitäten, darauf komme ich gleich natürlich zurück. Letztlich geht es hier bei den Feinden da unten, psychoanalytisch gesprochen, um Essimpulse, gegen die Grenzen scharf gezogen werden, die nicht reingelassen werden oder raus sollen. Zweitens aber auch Feinde da oben, die Kosmopoliten, Globalisten, die volksfremde Eliten, die Gutmenschen, letztlich die Juden. Es geht hier um Verschwörungstheorien, die im Kern immer antisemitisch sind. Und psychoanalytisch gesprochen geht es hier um die verinnerlichte Herrschaft, Aspekte des gespaltenen Über-Ichs. Wir haben hier Merkel mit einer Israel-Fahne im Hintergrund, hier ein Bild von Corona-Demos, von einer Corona-Demo, Fuck the NWO, also die New World Order, die Weltregierung, die heimliche Weltregierung, oder auch gibt Gates keine Chance, also immer die Vorstellung, die da oben, die machen etwas Böses, die sorgen dafür, dass wir uns schlecht fühlen, dass es uns schlecht geht, dass wir nicht frei sind. Die Ambivalenzen des Über-Ichs, der Autorität, werden aufgelöst in klare Gut-Böse-Gegensätze. Wieder Bilder von der Corona-Demo in Berlin. Einerseits ein rebellisches, ein scheinbar rebellisches Auflehnen gegen da oben, stopp den Putsch des Merkel-Regimes, wir wollen Volksvertreter und keine Volksverräter. Andererseits aber konformistische Rebellion, das Anhimmeln von neuen Führern, den eigenen, den nicht volksverräterischen, hier eine der Reichsfahnen, die auf der Demo ja reichlich zu sehen waren, also wo es darum geht, den Kaiser letztlich wiederhaben zu wollen, hier zusätzlich kombiniert mit Trump und dem Coup für die QAnon-Verschwörung, dazu komme ich gleich noch. Bei den Menschen, die sich dieser Atmosphäre hingeben, dieser konformistischen Rebellion, muss es nicht sich um einen besonderen Charaktertypus handeln. Der Vortrag heißt ja, oder hat ja im Titel den Begriff des autoritären Charakters. Diesen autoritären Charakter verstehe ich nicht. Da können wir sicherlich in der Diskussion noch wieder drauf zurückkommen. Im Sinne eines schon in der Kindheit im ausgebildeten autoritären Charakters, etwa durch eine besonders strenge oder besonders gewaltsame Erziehung. Das kann meines Erachtens nicht erklären, warum er so weit verbreitet ist.
Ich verstehe den autoritären Charakter also nicht als etwas quasi aus der Kindheit mitgebrachtes, sondern als das Ergebnis des Eintritts in solche autoritären Atmosphären, in die Gefühlswelten, in die Haltungen, in die fast körperlichen Haltungen, die sich entwickeln durch den Eintritt in solch eine Atmosphäre. Und diese autoritäre Lösung der Malaise, die einen dazu motiviert, einzutreten in diese Atmosphären, kann für alle letztlich affektiv attraktiv sein. Dafür bedarf es nicht einer bestimmten Kindheit. Was hat aber nun dieser Autoritarismus mit Männlichkeit zu tun? Darum soll es ja gehen. Zweifellos erstmal sind es nicht nur Männer, die die Stimmung der konformistischen Rebellion lieben. Autoritäre Stimmungen oder autoritäre Einstellungen sind bei beiden Geschlechtern ungefähr gleich weit verbreitet. Richard Stöss, Rechtsextremismusforscher, zieht als Fazit einer Zusammenschau diverser Einstellungsuntersuchungen der letzten Jahrzehnte das Fazit: Es hat sich immer wieder gezeigt, dass mal das eine und mal das andere Geschlecht bei der Beantwortung von einzelnen Statements zu Autoritarismus, Nationalismus, Ethnozentrismus und zur Verharmlosung des Nationalsozialismus zumeist leicht, gelegentlich aber auch deutlich überdurchschnittlich vertreten ist. Dass es sich insgesamt aber keine besondere geschlechtsspezifische Resistenz gegenüber rechtsextremen Einstellungen zeigt. Also auf der Einstellungsebene wenig, je nach Einstellungsuntersuchung auch unterschiedliche, wenig Unterschiede. Das öffentliche Ausagieren der gewaltförmigen Seite dieser Haltung, wie beim Sturm auf das Kapitol beispielsweise, ist aber zweifellos eine männliche Angelegenheit. Männlichkeit, so meine These, als kulturelles Konstrukt, prädisponiert in besonderer Weise zur Übernahme dieser Haltung. Macht es besonders anziehend. In der Anmoderation wurde das Wort anziehend benutzt. Also warum es für Männer, für junge Männer besonders anziehend ist, diese autoritäre Haltung. Und so würde ich das auch fassen. Also es gibt eine besondere Anziehung. Wieso? Dafür müssen wir uns grundlegender angucken, wie funktioniert die Geschlechterordnung auf psychodynamischer Ebene. Die Geschlechterordnung mit ihren binären Positionen, männlich und weiblich, lässt sich auf der psychodynamischen Ebene verstehen als Angebot, freilich auch als aufgezwungenes Angebot, als gewaltsam aufgezwungenes Angebot, grundlegende Konflikte der Subjekte zwischen Autonomie und Heteronomie, Freiheit und Bindung, Autorität und Unterwerfung, durch deren Auftrennung und hierarchische Neuzusammensetzung zu lösen. Weiblichkeit steht kulturell für Bindung und Nähe, Männlichkeit für die Freiheit und herrschaftliche Aneignung der weiblichen Attribute. Nicht missverstehen, es geht hier nicht um Eigenschaften von Frauen und Männern, sondern es geht hier um die kulturellen Assoziationshöfe, die kulturellen Kodierungen, wie Weiblichkeit und Männlichkeit kulturell gefasst werden. Vermählen soll sich in diesen Bildern dann das Getrennte wieder in der heterosexuellen Liebe, in der Ehe. Das kann nicht konfliktfrei gelingen, da das Ganze letztlich ein äußeres Durchspielen innerer Konflikte zwischen Bindung und Nähe etc., Bindung und Freiheit etc., ein äußeres Durchspielen innerer Konflikte mit verteilten Rollen ist. Wer sich als Kind die männliche Position anzieht, einen männlichen Habitus aneignet, errichtet, so Pierre Bourdieu in dem Buch Die männliche Herrschaft, eine Libido Dominandi, so nennt er das, ein in den kindlichen und adolescenten Spielen der Männlichkeit, den Wettbewerbsspielen, den Schulhofschlägereien, dem Fußball etc., ein in diesen Spielen zusammen mit der Angst zu versagen, eingeübte Lust zu dominieren, zu herrschen. Verbunden damit ist eine, so Rolf Pohl, paranoide Abwehrkampfhaltung, in welcher Weiblichkeit, die dann ja für Bindung und Abhängigkeit steht, zu etwas Begehrtem, aber auch Gefürchtetem und Gehasstem, Abgewehrtem wird. Diese männliche Libido-Organisation bildet die Basis der hegemonialen Katexis-Muster,
so Connell, also der anerkannten emotionalen Beziehungsweisen heterosexueller Liebe und homosozialer Kameradschaft. Und diese Haltung projektiver Feindbildungen und kämpfender Kameradschaft, der Verpanzerung gegen die äußeren, oft auch explizit verweiblichten Feinde und die einzelnen Ichs wieder auflösenden Fluten der Kameradschaft im Wir prädisponiert für die Übernahme autoritärer Haltungen. Freud hatte die Massenpsychologie nicht zufällig am Beispiel des Militärs erläutert, dem Militär der männlichen kameradschaftlichen Institution schlechthin. Wir kommen zu einigen konkreten Bildern. Nachdem wir jetzt einige theoretische Grundlagen geklärt haben, sehen wir uns jetzt einige Erscheinungsformen, Facetten des Autoritarismus genauer an. Die Massenpsychologie funktioniert ja nicht, diese Gemeinschaft. Hatte ich gesagt, was nicht passt, muss projektiv ausgelagert werden, damit das harmonische Wir, die Identifikation miteinander funktioniert. Und zu diesem Nichtpassenden gehört insbesondere all das, was das Unbehagen der Geschlechter ausmacht, was das heile Gelingen der heterosexuellen Geschlechterordnung verhindert, das, was in der binären Spaltung dialektische Funken schlägt, so könnte man sagen, und den harmonischen Geschlechterdualismus untergräbt. Butler nennt das das Schaffen von nicht lebbaren Zonen, in denen sich die Gespenster des Geschlechterdualismus quasi aufhalten, das Queere, das Nichtpassende. Die Feindschaft gegen diese Zonen unter dem Schlagwort Antigenderismus vereint die extreme Rechte bis weit in das bürgerliche Milieu hinein. Unter dem Kampfruf Antigenderismus haben sich Antifeministinnen, Antifeministen, Maskulinisten, besorgte Eltern gegen Frühsexualisierung etc. gesammelt und mit der AfD dann auch eine Partei gefunden, welche die Position öffentlichkeitswirksam vertreten kann. Ups. War etwas zu schnell. Es geht um die Etablierung einer klaren und eindeutigen, es geht um die Etablierung einer klaren und eindeutigen Geschlechter- und Sexualitätsordnung als eherne, dem gesunden Menschenverstand unmittelbar einleuchtende und in Genen, Gehirn und Hormonen oder auch der göttlichen Ordnung wurzelnde Wahrheit. Dieses politische Milieu stellt die Wissenschaftlichkeit der Gender Studies in Abrede, die Dekonstruktion der Geschlechterordnung sei unnatürlich und ideologisch motiviert, pädagogische Aufklärung über LGBTIQ sei hirnwaschende Indoktrination und sexualisierende Verführung von unschuldigen Kindern und Jugendlichen. Dieses Moment der Feindschaft gegen die, wie es hier auch heißt, Sexualisierung unserer Kinder ist ein besonders spannendes im Moment. Diese Wahrnehmung kann sich auch zu ausgefeilten Verschwörungsideologien verdichten. Wir sehen hier den sogenannten QAnon-Schamanen, sicherlich bekannt von den Bildern vom 6. Januar, vom Sturm aufs Kapitol, mit einem Plakat Q Send Me. Hier auf der anderen Seite, das hat von der SVP, der Schweizerischen Partei, eine Kampagne gegen Sexualerkundeunterricht. Beides, in beiden Fällen ist ein sehr wichtiger Punkt, die Feindschaft gegen das, was als auf dem Bild vorher hier die Sexualisierung unserer Kinder genannt wird, in ganz unterschiedlicher Form. An dem Bild der unschuldigen, heilen Kindheit setzt auch der QAnon-Verschwörungsmythos an, also die Überzeugung, dass eine geheime Gruppe satanistischer Pädophiler, zusammengesetzt aus linksliberalen Politikerinnen, Politikern, Hollywood-Stars und reichen Juden, die Namen Familie Rothschild und George Soros fallen immer wieder, dass diese geheime Gruppe Kinder ihren heilen Familien entreiße, sie in unterirdischen Fabriken gefangen halte, missbrauche und ein aus ihrem Blut gewonnenes Verjüngungsmittel trinke. Hier noch ein Bild aus dem Kapitol, The Children Cry Out for Justice, eben auch ein Anklang an diese QAnon-Verschwörung. Die völlige Überdrehtheit dieses Phantasmas und die offene Anknüpfung an die uralten anti-judaistischen Ritualmordlegenden, die hier mitschwingen,
das spitzt mir etwas zu, was weit darüber hinaus in Vorstellungen von globalistischen Eliten, die über die Gender-Ideologie, die natürlichen Geschlechtsidentitäten, heilen Familien und reinen Kinder zersetzen wollen. Normalität und Wahn, dass diese QAnon-Verschwörung, das wirkt ja wie ein Wahn. Normalität und Wahn sind aber kein absoluter Gegensatz. Auch als normal anerkanntes Denken kann projektive und massenpsychologische und damit realitätswidrige, letztlich wahnhafte Momente eingelagert haben. Ich komme zum nächsten Punkt, dem maskulinistischen Frauenhass. Wir sehen hier ein Bild von Stefan Balliet, dem Attentäter von Halle, und ein Bild aus seinem Bekennerschreiben. Dazu gleich mehr. Bezüglich der Geschlechterordnung gibt es zwei Varianten des massenpsychologischen, kollektiv-narzisstischen Heils. Beide ersetzen in gewisser Weise die immer prekäre und konfliktreiche Lösung individuelle Liebesbeziehung, und beide sind antigenderistisch. Aber sie unterscheiden sich in Bezug auf die Männlichkeit. Ich nenne sie maskulinistischen Frauenhass und heile Familie. Zu heile Familie kommen wir gleich. Zunächst zu der ersten Variante. Auf dem Bild hier sehen wir, wie gesagt, Stefan Balliet und einen Ausschnitt aus seinem sogenannten Bekennerschreiben, häufig Manifest genannt. Zu der Bildbeschreibung, zu diesem Bild, zitiere ich aus einer noch unveröffentlichten Masterarbeit von Felix Fink aus Freiburg, der das, wie ich finde, sehr auf den Punkt gebracht hat. Er schreibt, auf der letzten Seite der Broschüre wird als Belohnung für ihre Befolgung, also Anschläge zu begehen, im Stil von Mitgliederwerbung eine kostenlose Prämie versprochen. Become a Techno-Barbarian today and get a free cat girl. Beigefügt ist das Bild, das sehen wir hier dann, einer Manga-Figur mit Katzenohren, einer Waifu, die wie ein zu lieferndes Gut als Frontnachschub in einem Karton sitzt, auf dem Strategic Cat Girl Supplies, das ist hier klein zu lesen ist. Im Kleingedruckten ist zu lesen, dass mindestens ein Jude getötet werden müsse, um diese Prämie zu erhalten. Ansonsten besteht das sogenannte Manifest, vor allem aus sorgfältig arrangierten Fotos und Beschreibungen der bei dem Anschlag benutzten Waffen. Die unterwürfig passive Haustierfrau, das Catgirl, bekommt der Mann als Belohnung für seine Rückkehr zum barbarischen, kriegerischen, echten Mannsein. Er ist dann in seiner Fantasie nicht mehr von Frauen unterdrückt, zurückgewiesen und von ihnen abhängig, sondern sie gehören ihm. Dafür muss er Juden töten. Denn diese sind schuld daran, dass die Geschlechterordnung in Unordnung geraten sei. Stefan Balliet erklärt in dem Video, das er von seiner Tat angefertigt hat, Zitat, Feminismus ist schuld an der sinkenden Geburtenrate im Westen, die Ursachen für die Massenimmigration ist. Und die Wurzel dieser Probleme ist der Jude. Rassismus, Antisemitismus, Antifeminismus, Misogynie gehen hier eine ganz spezifische Verbindung ein. Und diese Phantasmen, Balliets, sind nun nicht Ausdruck eines individuellen Wahns. Sie entstammen der sogenannten Manosphäre im Internet. Das ist eine selbstreferenzielle maskulinistische Szene aus Imageboards, Chaträumen, Messengern, die gefüllt ist von einer Atmosphäre antifeministischer, antigenderistischer und frauenhassender, oft obszöner Witze und Gewaltfantasien. Und von lamoyanten Klagen über das schwere Los als Mann, der von den Frauen, die längst die Macht übernommen hätten, missachtet und unterdrückt werde. Und am schlimmsten nämlich, das spielt eine große Rolle in diesen Diskussionen, Austausch in der Männosphäre. Die Frauen wollen keinen Sex mit einem. Sie verweigern einem die Bewunderung als Mann und überantworten einen der Einsamkeit. Hier wird die Abhängigkeit am deutlichsten und wird am meisten gehasst. Die Stimmung in dieser virtuellen Welt, aus der auch der Attentäter von Halle kommt, hat Veronika Kracher sehr treffend beschrieben. Permanent wird mit Antisemitismus, Rassismus, LGBTQ-Feindlichkeit und Misogynie kokettiert und jegliche Kritik damit abgewehrt, dass es sich nun einmal um einen nihilistischen Witz handele. Der Ton ist von Zynismus und Abwertung geprägt, man bezeichnet sich gegenseitig gerne mal als Fake. Das Zurschaustellen emotionaler Verwundbarkeit wird mit Hohn sanktioniert.
Jede einzelne Silbe ist getränkt mit einer zwanghaften, ironischen Distanz zur eigenen Umwelt und zu den anderen Usern. Die User schreiben sich von sich selbst oft in der dritten Person. Dieser Bernd hört gerne Videospielmusik, etc. Also hier ist sozusagen eine Welt, eine virtuelle Welt, in der junge Männer eine rein homosozial männliche Welt finden, in der sie sich ihres in der Realität stets prekären und von Scheitern bedrohten Autonomie- und Dominanzanspruches, libido dominandi, versichern können über die distanziert, ironisch, aggressive Unanrührbarkeit und die absolute hassende Unterwerfung von Frauen. Die Zeit ist schon etwas fortgeschritten, sehe ich. Ja, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde. Also genau, ich tippe die letzten beiden Punkte aber trotzdem nochmal an. Wir haben noch den Punkt heile Familie, weil es gibt noch eine zweite wichtige Variante dieser heilen Geschlechterordnung innerhalb des autoritären, konformistisch-rebellischen Kosmos. Wenn wir uns zum Beispiel AfD-Werbung angucken, finden wir ja keineswegs da in der Regel die offene Abwertung von Frauen, sondern halt Bilder von idyllisch zusammenlebenden Heterofamilien mit gesunden Kindern und klaren Geschlechtsidentitäten. Ich überspringe ein bisschen. Das Spannende ist jetzt hier, dass diese Idyllen, wie sie hier ausgemalt werden, immer verstanden werden als Teil des größeren Ganzen. Es geht nicht um individuelle Beziehungen hier, sondern um die Familie als Keimzelle des Volkes. Dementsprechend heißt es dann zum Beispiel auch im AfD-Parteiprogramm, dass die Geburtenrate der einheimischen Bevölkerung erhöht werden muss. Also es müssen Kinder geboren werden, nicht weil sie irgendwie das individuelle Familienglück sichern oder so, sondern weil sie wichtig für das Volk sind. Das heißt, es geht um die massenpsychologische gemeinschaftliche Bindung, von der die Familie als ein Teil begriffen wird. Und damit kommen wir dann, um etwas abzukürzen, zum letzten Punkt, dem Othering, des Sexismus. Damit diese Vorstellung der heilen Familie funktionieren, muss der Sexismus, die Weiblichkeitsabwertung, die in die Männlichkeit eingelassen ist, das hatte ich anfangs ausgeführt, abgewehrt werden. Die darf nicht sein, die passt dann nicht zu diesem heilen inneren Gemeinschaftlichen, die muss zu den Feinden gehören, weshalb dann der Sexismus den anderen zugewiesen wird, wie wir hier es zum Beispiel in einem Facebook-Post der AfD haben. Merkel hat hunderttausende Männer ins Land geholt, die oft mit mittelalterlichem Macho-Selbstverständnis Frauen als Freiwild ansehen. Es ist eben diese Klientel aus Krisenstaaten, die hier bei uns genauso weitermacht, wie sie es in der Heimat gewohnt war. Da findet man jede Menge entsprechender Äußerungen nach der sogenannten berühmten Silvesternacht in Köln. Ist gerade ja dieser Diskurs sehr stark geworden. Also die Auslagerung des Sexismus, der Gewaltdimension im Geschlechterverhältnis, damit es als Teil des gemeinschaftlichen, heilen Ganzen autoritär, massenpsychologisch strukturiert im Inneren funktionieren kann. Gut, damit komme ich jetzt erstmal zum Ende, damit wir auch wirklich genug Zeit für die Diskussion haben. Ich mache das hier mal wieder klein, damit ich die Gesichter sehe. So. Gut. Ja, dann vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit, das Zuhören. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf den Austausch. Ja, ich bedanke mich herzlich. Es gibt viele Anknüpfungspunkte. Wie gesagt, Henning von Bargen hatte schon erzählt, wie es möglich ist, sich an der Diskussion zu beteiligen. Also einerseits über den Chat oder andererseits aber auch die Hand zu heben im kleinen Fenster von Ihnen selbst. Ich sehe schon erste Meldungen. Ich habe jetzt nicht die Reihenfolge. Henning, hast du die Reihenfolge? Wer könnte sich als Erster gemeldet haben? Also es gibt noch hier direkt keine Meldung über die Hand. Also bitte nochmal unten bei Reaktionen auf den Menüpunkt Reaktionen klicken und dann auf die Hand, die Sie da sehen.
Okay, das war Beifallhand. Okay. Das andere war nämlich die Beifallhand. So, das heißt, es gibt noch keine Wortmeldung im Moment. Es gibt im Chat schon ein paar Kommentare. Vielen Dank für den tollen Vortrag, super Vortrag und so weiter. Beifall, also in dieser Art. Die Frage noch, ob die Folien veröffentlicht werden, das werden wir noch klären. Wir werden die Folien sicherlich, ich sehe das Nicken, zur Verfügung stellen können. Allerdings werden wir sie nicht online stellen können, weil da die Fotos drin sind. Und Fotos unterliegen immer bestimmten Bildrechten. Und da muss man dann vorsichtig sein. Aber wir werden das, wie bei dem anderen Vortrag, auch die Möglichkeit einräumen, dass Sie da das bei uns anfragen können und Ihnen dann direkt zuschicken. Ja, das hatten wir ja vorher auch schon besprochen mit den Bildern. Das ist einfach öffentlich zugängliches Bildmaterial aus dem Internet, Wahlwerbung. Das heißt, da überall die Rechte abzuklären, wäre, glaube ich, äußerst aufwendig. So. Vielleicht, wenn keine Fragen sind, kann ich noch mal, weil ja anfangs auch, das hatte ich jetzt in dem Vortrag, weil der so schnell dann doch, ja doch ungeplant zum Ende kommen musste, wenig betont die pädagogischen Handlungsmöglichkeiten oder was tun. Vielleicht noch mal zugespitzt, eine Grundthese des Vortrags war ja, das Problem sind nicht unbedingt Kindheiten. Es geht nicht unbedingt darum, dass wer später sich autoritär orientiert als Adolescenter oder Erwachsener eine schlimme Kindheit hatte. So, das heißt, da ist gar nicht der Ansatzpunkt, so, sondern es geht eher darum, vor allem Adoleszenz in der Jugendzeit, was für Sozialisationsräume findet man da? So, und da ist halt diese Manosphere im Internet meines Erachtens ein sehr wichtiger Sozialisationsraum und eine wichtige Forderung für ein pädagogisches, sozialpädagogisches Intervenieren, Präventionsarbeit ist, sich überhaupt erstmal auszukennen mit diesen Räumen. Ich glaube, das ist ganz zentral, dass in der breiten Öffentlichkeit häufig auch sehr wenig bekannt ist, in was für Umfeldern sozusagen, was es für Umfelder da überhaupt gibt im Internet, was da für Stimmungen herrschen. So. Und dann steht dieses Bild, dass so jemand wie Stefan Balliet irgendwie ein isolierter Einzeltäter ist, der irgendwie verrückt und durchgeknallt ist. Während wenn man sich anguckt, in was für Szenen quasi, der sich umtreibt, ist das überhaupt nicht besonders eine Einzelposition. So. Gut, aber ich verstehe es jetzt auch so, dass diese Suche im Internet nach Zugehörigkeiten ja auch eine Frage von Identitätssuche ist, nach Identitätsfindung ist, gespeist aus einer unsicheren eines unsicheren Ichs. Also im Grunde genommen auch eine Angstabwehr. Dass wir hier es vielleicht erstmal auch da nochmal hingucken könnten, was heißt es eigentlich? Sie hatten das beschrieben, was alles abgewehrt wird an Gefahren, die gesehen werden, die Familie und Geschlechterrollen, Vorstellungen angehen, aber auf das Individuum zurückgebrochen heißt es ja erstmal, da ist ein großes Angstpotenzial da, was eben nicht ausgelebt werden kann, was nicht gezeigt werden kann, sondern was dann sich so kanalisiert. Ja. Da würde ich nochmal zu fragen, ob Sie da mitgehen oder ob Sie das nochmal vielleicht vertiefen können, wie Sie das sehen. Doch, da gehe ich sehr mit. Vielleicht nur mit der Nuance noch stärker betont, dass diese Unsicherheit oder diese Ängste etwas Ubiquitäres sind, also dass die allgemein verbreitet sind. Die betreffen jeden Menschen. Und wenn wir es beziehen auf Männlichkeit, Männlichkeit ist immer ein krisenhafter Zustand, der bedarf immer der Angstabwehr. Da geht es immer um einen Moment von männlich, das heißt nicht weiblich sein. Da ist immer auch ein Gefühl von Bedrohung, gegen das wiederum aggressiv sich abgewehrt wird. Also da gibt es eine Grundstruktur, die sozusagen immer dieses Krisenanfällige hat oder dieses von mir aus auch Unsichere. Und dann die Identitätssuche, die sogenannte Identitätssuche, ist ja genau ein Versuch, der Angstabwehr da rauszukommen, eine feste, stabile, gesicherte Identität zu finden. Und da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Die autoritären
Varianten sind halt ganz besondere, weil die diese Identität nicht im einzelnen Subjekt nur versuchen zu festigen. Auch da ist es immer eine Angstabwehr und zu kritisieren, etwas, was man auch kritisieren kann, was für Formen von Identitäten gefunden werden. Aber die autoritären Identitätssuchen sind immer auf die Gemeinschaft bezogen. Das, was ich versucht hatte, als Massenpsychologie und das projektive Moment in der Massenpsychologie zu beschreiben. Also es geht immer um ein Ich kriege meine Identität als Teil eines Wirs, als ein Teil eines kämpfenden Wirs, eines autoritär strukturierten Wirs. Und pädagogisch wäre dann natürlich gegenzusetzen, nicht bessere Identitäten oder so anzubieten, sondern Raum zu bieten für das Ertragen der Unsicherheiten, der inneren Widersprüche, der Gefühle von Nichtgenügen, von nicht so männlich sein, wie man will. So, also Ängste tatsächlich, wie Sie es ja auch genannt hatten, Ängste zeigbar machen. So. Okay, also das auch möglicherweise als Ausdruck dann von Kleinheitsgefühlen oder fehlender Ambiguitätstoleranz. Ja, genau, bloß halt mit der Betonung, dass Ambiguitätstoleranz ist immer super. Genau, das ist sozusagen das, was wichtig ist zu lernen, was ja auch genau ein Gegenentwurf quasi zu Identität ist. Wenn ich innere Ambiguitäten aushalte, Ambivalenzen aushalte, habe ich keine feste, in sich stimmige Identität. Dann bin ich ja ambivalent. Ich könnte jetzt gerne weitersprechen, aber ja. Wortmeldung, deswegen höre ich jetzt mal auf und gebe an Henning. Ja, also wir haben auch im Chat schon einige Nachfragen noch und bitten, bestimmte Themen zu vertiefen. Das wird der Volker vielleicht gleich noch einbringen. Zunächst mal habe ich jetzt 4 Wortmeldungen. In der Reihenfolge Hagen Botteck, Konstantin Groß, Rainer Neumann und Reinhard Winter. Dann bitte ich zunächst mal Hagen Botteck, dann sich auch zu entmuten, laut zu stellen. Genau, ich hoffe, ich habe es getan und Sie hören mich. Ja. Vielen Dank für den Vortrag. Ich bin in der Arbeit mit Männern tätig. Also ich biete Beratung für Männer an in einem Projekt in Thüringen. Und meine Frage ist, ist das denn so ein neues Phänomen zum Anfang? Weil es gibt ja nun schon eine Weile auch so diese Incel-Bewegung, also Männer, die absichtsfrei zölibatär leben, also die damit hadern, dass sie keine Beziehung eingehen können und haben da entsprechende Begründungen auch im Außen parat. Also insofern ist es so ein Phänomen, was es ja schon länger gibt. Es gibt auch andere Gruppierungen, die es schon länger gibt. Also ich sage jetzt mal so Seminargruppen oder Seminarangebote für Männer, die dann dabei gebracht bekommen, wie sie denn Frauen in Anführungsstrichen für One-Night-Stands oder für Kurzbeziehungen schnellen Sexualverkehr überreden können. Also da gibt es immer ja schon länger so Gruppierungen. Und insofern ist so meine Frage, über welches Ausmaß sprechen wir eigentlich hier so ein Stück? Ist das jetzt etwas, was wirklich größer wird oder was erstmal nur sichtbarer wird? So ein bisschen wie das Brennglas. Das zweite ist so ein bisschen die Frage nach gesellschaftlichen Bedingungen, die auch dazu führen. Also das, was Sie vorgetragen haben, ist ja so ein sozialpsychologisches Erklärung, was aber sehr im Inneren ist. Und meine Frage, und in meiner Arbeit erlebe ich das auch oft, spielen gesellschaftliche Bedingungen und gesellschaftliche Entwicklung eine große Rolle, vor allen Dingen, wenn es um die Verunsicherung geht, also ja, im Sinne von einer männlichen, um mal eine These zu bringen, von einer männlichen, also angeblich männlichen Verunsicherungen her, aber erstmal auch eine gesellschaftliche Verunsicherung, die auch im Vordergrund steht. Ja. Soweit erstmal. Ja, vielen Dank. Ich habe so ein bisschen mir mitgeschrieben, das waren jetzt ja verschiedene Aspekte. Erstmal zu dem Thema, was Sie angesprochen hatten, Incels oder auch die Pick-up-Artists. Das sind wesentliche, man könnte sagen, sowas wie Subszenen oder so innerhalb dieser Manosphere. Ich finde übrigens sehr empfehlenswert, habe ich auch gerade neben mir liegen, von Veronika Kracher, das Buch Incels, gerade vor kurzem erschienen. Das sind sozusagen so Untergruppen innerhalb dieses Diskursraumes Manosphere. Und
das gibt es schon länger. So, und wir können das auch noch viel länger zurückziehen. Meine Doktorarbeit habe ich geschrieben über Diskurse im Nationalsozialismus, über Geschlechter- und Sexualitätsbilder im Nationalsozialismus, wo sich sehr vieles sehr Ähnliches findet, vor allem in diesem Bild der heilen Familie. Das ist diese heile Familie als Keimzell des Volkes. Also nicht die heile bürgerliche Familie, die auf individueller Liebe, wo es dann um die Ideologie von Mutterliebe und so geht, basiert, sondern die völkische heile Familie, die eine Keimzelle des großen Ganzen ist. Das sind sehr alte Bilder, die sich natürlich wandeln, aber wo bestimmte Grundelemente sehr alt sind. Im Forum hatte ich gelesen, gab es, jetzt sehe ich es gerade nicht mehr, einen Hinweis auf Teveleit. Also Teveleit, der die Körperempfindungen von Freikorpssoldaten in der Zwischenkriegszeit beschreibt, wo sich gerade dieses, was ich beschrieben hatte, als Panzer und Fluten, das sind quasi Begriffe, die habe ich von Teveleit auch übernommen. Also das ist sehr alt. So, trotzdem besteht natürlich die Frage, warum gerade jetzt oder was passiert eigentlich gerade jetzt? Passiert gerade jetzt was Besonderes? Und ich würde sagen, ja. Nämlich die Frage war, ob das Ausmaß zunimmt oder ob es sichtbarer wird. Und ich würde sagen, genau dieses sichtbarer werden, das ist das, worum es geht. Es wird sichtbarer, aber damit beeinflusst es auch stärker die Diskurse. Es wirkt stärker als Medium, in dem man sich identifizieren kann, in dem man auf Identitätssuche gehen kann. Es wird gerade durch die sichtbarer werden, das ist genau das, worum es geht, ohne dass man jetzt in Prozentzahlen aussagen kann, wie viele Prozent der Bevölkerung es betrifft oder so, sondern, weil das ist ja auch schwierig, weil es geht es ja auch um Versatzstücke und teilweise Aneignungen von Diskursen und so, sondern es geht mehr darum, es ist öffentlich präsent, man kann es finden, man kann dran anschließen, Und dafür ist die AfD sicherlich sehr zentral wichtig auch. Und dann die Frage nochmal, warum gerade jetzt, das habe ich in dem Vortrag ganz, ganz kurz nur angeschnittene These dazu, nämlich, da bezog ich mich auf Stavros Mentzos. Ich weiß nicht, ob er denn da geht, der hat das Konzept entwickelt, dass gesellschaftliche Institutionen dienen der Abwehr. Die gesellschaftlichen Institutionen können sozusagen psychische Konflikte binden, ihnen eine Form geben, einen Ausdruck geben. So, und wenn gesellschaftliche Institutionen erodieren, ins Schwanken kommen, und gerade ist sicherlich eine Zeit, wo sehr vieles sich verändert gesellschaftlich, das bietet natürlich auch Potenzial für emanzipatorische Bewegung, für emanzipatorische Lösungen, aber da wird auch sozusagen etwas an Potenzial frei, was dann von autoritären Lösungen aufgegriffen werden kann. So, und das zeichnet, glaube ich, gerade aktuell die Zeit aus, weshalb autoritäre Bewegungen besonders viel Anklang finden. Nicht, weil sie irgendwie was völlig Neues wären, sondern weil gerade vieles, was vorher gebunden war, frei wird. Vielleicht so. Okay, dankeschön. Jetzt war Konstantin Groß dran. Ja, vielen Dank. Also sehr interessant, der Vortrag und jetzt auch das Gespräch danach. Vielen Dank dafür auch. Ich habe zum einen eine kleine Frage, aber das ist irgendwie eine Sache, die mir eingefallen ist, dass ich im persönlichen Umfeld irgendwie, glaube ich, auch so solche Männertypen oder solche Formen der Äußerung und so weiter kennengelernt habe. Und das letzte Mal habe ich das so ein bisschen so irgendwie so abgetan als pubertärer Humor und so, der da dann geäußert wird, und das fand ich irgendwie nervig, aber fand es jetzt nicht besonders problematisch oder so, und der jetzt aber nach diesem Vortrag und mit diesen Informationen und dem allen
Denke ich irgendwie schon, ja, das ist ja auch irgendwie schon heftig eigentlich. Und jetzt habe ich auch so gesagt, das ist natürlich eine schwierige Frage, aber was sind konkrete Handlungsanweisungen in Situationen, in denen man mit solchem Verhalten dann irgendwie das kennenlernt? Ne? Jetzt, ja. Vielleicht, wenn man dann irgendwie intim oder wenn man dann im privaten Kontext ist, probieren dann irgendwie auch solche Angst, also dem anderen dann sozusagen Räume zu geben, wo er die Ängste dann irgendwie äußern kann oder sowas, ne? Und vielleicht in der Situation dann eben klar sagen, dass das halt schwachsinnig ist oder sonst was. Naja, das ist eine Sache. Und dann die zweite Sache, ob es jetzt bei denen, also es gibt ja dann auf diese ja, Männer, also es gibt verschiedene Männerbewegungen, fällt mir dann zum Beispiel, weil ich da auch letztens drüber gesprochen habe mit meinem Bruder, die mythopoetische Männerbewegung ein, die ja auch irgendwie dann Antworten gibt auf diese vielleicht ja, Männlichkeitskrisen oder so, die jetzt momentan da sind. Und diese mythopoetische Männerbewegung wird aber auch irgendwie stark kritisiert, weil sie dann, glaube ich, irgendwie wieder so an archaische Muster und sonst was so anknüpft und so. Und wollte ich fragen, vielleicht inwiefern Sie da irgendwie, was Sie dazu sagen würden oder so, ja. Ja, vielen Dank. Ich versuche mal zu antworten. Erstmal diese Beobachtung mit dem, was die pubertären Humor genannt haben, das beschäftigt mich auch sehr. Ich glaube, das ist eine, ich weiß gar nicht richtig, wie man das fassen soll. Das ist fast so was wie eine eigene Ideologieform. Ich habe mal in einem Aufsatz versucht, das zu fassen als doppelt ironisch. Also wenn Ironie, normale Ironie würde heißen, man tut so, als wäre etwas ernsthaft gemeint, eine Aussage. Tatsächlich hat sie aber einen versteckten Sinn und ist nicht ernsthaft gemeint. Doppelte Ironie wäre, man tut so, als wäre etwas ironisch. Tatsächlich ist es aber ganz ernst gemeint. Und ich glaube, dieser pubertäre Humor, der aber ja gar nicht nur von Pubertären ausgeübt wird, unter anderem in der Männosphäre, aber auch in rassistischen Diskursen, in antisemitischen Diskursen sehr häufig, der hat so etwas doppelt Ironisches. Also das ist wie ein permanentes Rumgewitzele, so, also auch mit Memes und so. Ne, das geht ja ganz viel um dann Meme-Kultur. Also es wird fast alles so in Witzform gepackt. Tatsächlich ist es aber sehr ernst gemeint. So, und ist ein ja quasi fast sowas wie so ein zurzeit nicht unbedingt hegemoniales, aber sehr zentrales Medium, in dem menschenverachtende Einstellungen zurzeit transportiert werden. Das ist was tatsächlich Neues. Da kann man sich viel Gedanken drüber machen, wieso. Ne? Also also man kann übelsten Antisemitismus verbreiten, aber halt als Witz. Und wenn man darauf angesprochen wird, sagt man, ja, hab dich doch nicht so, sei nicht so verklemmt. Das ist doch nur witzig gemeint. So, dazu dann auch konkrete Handlungsanweisungen oder wie ich denn reagieren. Also erstmal unterscheiden privater Raum und öffentlicher Raum. Ich finde, im öffentlichen Raum ist es, also Podiumsdiskussionen oder so, ist es ganz wichtig, die autoritären, menschenverachtenden Positionen nicht als diskutierbare Option ernst zu nehmen. Das ist nicht diskutabel, das ist menschenverachtend. So. Im privaten Raum sieht das natürlich anders aus. Wenn irgendeine Beziehung zu der Person besteht, eine affektive Bindung oder auch in der pädagogischen Arbeit, wo ja hoffentlich affektive Bindungen bestehen, dann geht es natürlich darum, die Person, das alte pädagogische Ding, es geht darum, die Person ernst zu nehmen, nicht das, was sie tut oder was sie sagt, das natürlich klar zu verurteilen, aber die Person trotzdem ernst zu nehmen. Und dann, ja, genau zu gucken, worum geht es eigentlich? Also sozusagen weniger dann darüber, also zu sagen, hey, dass du Ausländer hast, geht gar nicht, das will ich hier nicht hören. So, darüber reden wir jetzt auch nicht. Aber wie ist das eigentlich gerade mit deiner Freundin? Habt ihr euch nicht gerade getrennt? Oder also sozusagen da die andere Ebene hinzukriegen, die Ebene über das zu reden, worum es wirklich geht. So, ja.
so von der Haltung oder der Grundtendenz her, bloß nicht sich irgendwie in Diskussionen verwickeln lassen über, ist nicht doch irgendwas dran und sind nicht irgendwie, gibt es nicht doch irgendwie, haben die Juden nicht doch zu viel Einfluss oder sind es nicht doch ein bisschen zu viel Migranten, sollten es 1000 weniger sein, oder dann ist man auf der völlig falschen Ebene. So. Zur mythopoetischen Männerbewegung, ja, halte ich nicht viel von. Ist ja auch schon etwas älter, aber das ist halt genau so ein Versuch, Männlichkeit identitär festzuschreiben. So, und meines Erachtens müsste es ja viel mehr darum gehen, wie gesagt wurde, im Sinne von Ambiguitätstoleranz oder von, es geht mehr darum, die inneren Widersprüche, die Ambivalenzen, auch das Quälende tatsächlich auszuhalten. Das lässt sich gar nicht lösen. Also ein Stück weit darauf verzichten, auf so heile Identitäten und mythopoetische Männerbewegung mit dann am besten noch Archetypen nach C.G. Jung und so, dann das konstruiert, auch wenn es nicht unbedingt autoritär ist, aber es konstruiert trotzdem so identitäre Heilheiten und das funktioniert psychoanalytisch betrachtet nicht. Dann muss es Abspaltungen geben und das heißt, es muss immer Feinde geben, auf die dann das Verpönte projiziert wird. So. Deshalb, ich würde immer plädieren, darauf eher Identitäten in Frage zu stellen, darauf zu achten, was nicht dazu passt, auf das Abweichende, sowohl in der Gruppe, die abweichenden jugendlichen Kinder etc., als auch in einem selbst, das Abweichen, das Nicht-Passende. So. Ja, vielen Dank. Okay. Oh ja, vielen Dank. Andreas, ich sage nochmal, wir haben jetzt noch 4 Wortmeldungen. Rainer Neumann, Reinhard Winter, Lisa Strautmann und Lisa Wessels. Und vielleicht sollten wir danach, bevor wir weitere Wortmeldungen rannehmen, dann nochmal einen Blick auf den Chat werfen. Da kann Volker dann vielleicht sagen, was da noch für Themen sind, die jetzt noch nicht angesprochen worden sind und die vielleicht dann auch wichtig wären. Gerne. Ja. Also dann erstmal Rainer Neumann. Hallo zusammen. Ich bin nicht so vom Fach wie manche, was ich gehört habe. Zuletzt war ich Pressesprecher und reagiere natürlich auf Bilder. Und Herr Dr. Winter, Sie hatten im Wesentlichen Bilder aus den USA und Bilder der AfD. Jetzt hat ja Amerika und Deutschland eine leicht unterschiedliche Geschichte. Inwieweit prägen diese Unterströmungen der Geschichte nicht auch das Bild vom Außen? Das ist für mich die Frage. Kann man das so gleichsetzen? Da bin ich sehr skeptisch. Ja. Danke. Ja, vielen Dank. Das finde ich einen sehr wichtigen Aspekt, der hier zu kurz gekommen ist. Dass mein Vortrag könnte tatsächlich so verstanden werden, dass Autoritarismus in den USA, Autoritarismus in Deutschland einfach genauso funktionieren würde. Es gibt gewisse Ähnlichkeiten. Massenpsychologie, bestimmte Entwürfe von Männlichkeit spielen in beiden Fällen eine Rolle. Es gibt aber auch massive Unterschiede. Also dieses Moment des Rebellischen gegen den Staat in der konformistischen Rebellion ist in den USA aufgrund einer ganz anderen politischen Geschichte, ist in ganz anderen Konstellationen, es hat eine ganz andere Nuance nochmal als in Deutschland. Vor allem aber sehe ich tatsächlich einen historischen Unterschied hinsichtlich des Nationalsozialismus. Also wie rechte Bewegungen sich auf den Nationalsozialismus beziehen. Das ist natürlich auch sehr unterschiedlich, aber sozusagen, wenn wir sagen, in autoritären Bewegungen wird immer versucht, das Unbehagliche, das Nichtpassende auszulagern an Feinde, dann gehört in der deutschen Geschichte und im deutschen Rechtsextremismus oder im deutschen Autoritarismus ganz zentral dazu, auch die deutsche Geschichte zu entsorgen. Den Nationalsozialismus als den mithilfe von Schuldabwehr, Schuldumkehr auszulagern, den
also der Umgang mit dem Nationalsozialismus spielt in Deutschland, im deutschen Autoritarismus eine ganz andere Rolle als in den USA. Und das sorgt auch für eine andere Nuance und für einen anderen, für auch andere Ausdrucksweisen. Trotzdem für unser Thema Männlichkeit und Rechts, Männlichkeit und Autoritarismus sehe ich auch große Ähnlichkeiten. So, genau. Ja, dann nochmal vielen Dank für die Vertiefung. Dann kommen wir zu den Fragen von Reinhard Winter an Sebastian Winter. Reinhard Winter, du müsstest ja mit. Ich habe mein Audio angemacht, ja. Ja, hallo. Wir sind nicht verwandt und nicht verschwägert. Vielen Dank jedenfalls. Ich fand es auch sehr interessant und auch ein schönes, passendes wie ein Modell als Erklärung. Ich frage mich aber auf der anderen Seite, also ich zähle mich nicht unbedingt jetzt dazu zu solchen Männern. Und ich frage mich, warum gibt es eigentlich Männer ohne diese autoritäre Haltung? Es sind vielleicht, ich würde sagen, es sind auf jeden Fall viele, vielleicht ist die Mehrheit. Aber sie sind ja auch Männer und sie sind auch auf der Suche und sie sind auch eingespannt in Unsicherheiten und haben Ängste und sind aber nicht in dieser Menosphäre unterwegs. Und meine Frage wäre, gibt es denn da Merkmale, was denn bei diesen richtig gelaufen ist oder bei den anderen schief gelaufen ist? Denn es hat sich so ein bisschen so angehört, da surft man halt im Internet rum, kommt dann auf diese Seiten und dann wird man dadurch geprägt, findet die Lösungen für alle Probleme und dann bleibt man eben dabei. Und ich glaube eigentlich nicht, dass das der einzige Grund wäre. Ja. Sonst könnte es eben nicht so viele entwicklungsoffene Männer geben oder die sich eben anders entwickelt. Und so am Rande habe ich mich gefragt, ob, ich zähle mich jetzt mal zu den Nicht-Autoritären, ob wir nicht gerade in denen, die so unterwegs sind, ein schönes, hübsches Feindbild finden, auf die wir wieder alles projizieren können, was uns eigentlich Schwierigkeiten macht. Und dann haben eben die diese Probleme und ich bin eigentlich doch einer von den guten Männern und zähle mich eben nicht dazu. Ja, dem stimme ich genau zu. Also ich würde ja dieses, Sie hatten jetzt Männer ohne autoritäre Haltung oder Männer mit autoritärer Haltung gesagt, ich würde dieses Autoritarismus-Moment ja erstmal gar nicht fassen als eine Eigenschaft, sondern es geht darum, sich dieser Stimmung, dieser Atmosphäre, diesen Denkmustern hinzugeben, mitzumachen, sie zu leben, sie zu agieren, sie zu genießen auch oder nicht. Dabei geht es erstmal nicht um sowas wie eine feste Charaktereigenschaft. So, deshalb habe ich auch so mit dem Begriff des autoritären Charakters, so spannend ich den finde, ein bisschen ein Problem, weil der so was sehr Festes suggeriert. Und diese Betrachtungsweise, es geht überhaupt nicht um feste Eigenschaften. Also es gibt die autoritären Männer und es gibt die nicht autoritären Männer. Da wäre ja genau diese Gefahr der Abwehr drin. Die autoritären Männer sind halt völlig anders. Die sind halt die toxischen Männer, die bösen Männer. Wir sind irgendwie die tollen, frauenverstehenden, was weiß ich, Männer. So, das kann daran hindern, reflexiv, selbstreflexiv weiter nachzudenken. So, das kann es wieder sehr bequem sein, sehr identitätsbildend. Vor allem, wenn wir davon ausgehen, dass mit Bourdieu, was ich ausgeführt habe zu Libido Dominandi zum Beispiel, das beschreibt er tatsächlich als ein sehr grundlegendes Prinzip von Männlichkeit, was auch letztlich alle Männlichkeiten, so verschieden sie sind, auszeichnet. Und die dann sozusagen nochmal spezifische autoritäre Wende dieser Männlichkeiten ist etwas, dazu kann man eine reflexive Distanz haben, so wie wir jetzt, und drüber reden. Die Attraktivität, die affektive Attraktivität oder Anziehungskraft dieser Entwürfe ist aber damit ja trotzdem nicht etwas, was einfach völlig jenseitig ist. Das ist ja sozusagen meine Grundthese. Also nicht, wir haben hier einen autoritären Charakter und wir haben Leute, die sind kein autoritärer Charakter, so, sondern letztlich geht es eher um sowas wie Angebote, die für alle attraktiv sind. Und man kann unterschiedlich damit umgehen. Manche gehen
manche sprechen nicht besonders drauf an oder gehen reflexiv, wie wir jetzt, mit einer reflexiven Distanz mit dem um. Und natürlich hat das was zu tun mit Vorerfahrung, es hat auch was zu tun mit Kindheit. Und so, das ist damit ja nicht irgendwie geleugnet. Natürlich kann man schon von Kindheit an eingeübt werden in autoritären Konfliktlösungsmustern. Aber das ist weit entfernt von so einer Kausalität. Man kann eine sehr autoritäre Erziehung haben und trotzdem später eine Distanz zu autoritären Lösungsmustern hinkriegen, zum Beispiel im Studium oder durch subkulturelle Szenen, die man findet. So, und umgekehrt, man kann auch eine sehr liberale Erziehung haben und trotzdem Nazi werden. So. Und da ist ein Stück von, Unbestimmtheit drin. Mhm. Das ist sozusagen die pädagogische Kränkung, dass es nicht so einfach ist zu sagen, man muss das und das machen oder die Erfahrungen müssen sein. Daraus folgt dann die und die Ansprechbarkeit oder weniger Ansprechbarkeit für autoritäre Verlockungen. Oder so, da ist ein Stück Unbestimmtheit tatsächlich drin, sogar ein Stück Zufälligkeit vielleicht. So. Okay, dankeschön. Okay, dann machen wir weiter. Also es wurde auch der Hinweis gegeben, dass auch nicht männlich gelesene Personen jetzt mal endlich an der Reihe kommen sollten. Und soweit ich es im Blick hatte, waren jetzt, glaube ich, auch zwei weitere Wortmeldungen, die Henning von Bargen schon genannt hatte, an der Reihe, die wir zumindest erstmal nicht als männlich lesen. Henning, wer kam jetzt als nächste Person dran? Lisa Strautmann. Okay. Hallo. Jo. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich habe sehr viel daraus mitgenommen. Und ich hoffe, dass ich meine Frage jetzt einigermaßen klar formulieren kann. Erstmal habe ich das Gefühl, dass ich Diskurse über diese Thematik vor allem in meinen feministischen Bubbles habe und ich mich, weil mich das sehr beunruhigt, die Situation, es ist ja nicht nur in Amerika, es ist in Ungarn, in Polen, also es ist ja, oder in, nicht nur in Amerika und Deutschland, sondern ja, global eine Bewegung, die zu beobachten ist. Und ich frage mich, weil die Frage, die ich mir stelle, ist, die Verantwortung, also wie kann man schlussendlich handlungsfähig werden und wer trägt die Verantwortung dafür? Also wie erreichen wir wirklich die Gruppierung? Sie haben in Ihrem Vortrag von der Adoleszenz gesprochen. Also wie erreichen wir diese Gruppe? Weil ich auch das Gefühl habe, dass mit diesem zunehmenden Medienkonsum, der ja in dem Alter oder in der heutigen Zeit zunimmt, ich auch das Gefühl habe, dass die Bereitschaft von Selbstreflexion und auch Eingeständnissen, dass man Themen hinterfragen muss oder seine eigene Meinung vielleicht zu Themen verwerfen muss, dass diese Bereitschaft abnimmt, weil einfach dieses mit einem Thema mal sitzen, mit einem Problem mal sitzen, mit einem Gefühl sitzen, was vielleicht auch unangenehm ist. Ich habe das Gefühl, dass das nimmt ab, weil das einfach nicht in dieser Geschwindigkeit ist, in dem der Medienkonsum stattfindet. Und ich frage mich, ist das eine politische Verantwortung? Es hat meiner Meinung nach auch viel mit Medienbildung zu tun. Muss das im Lehrplan eigentlich viel mehr verankert sein, also was auch, also ich glaube, bevor ich hier jetzt noch länger aushole, wie erreicht man das und wie bekommt man diesen Diskurs in den Alltag übertragen? Ja. Ja, was fällt mir dazu ein? Also ich finde, die erste Frage ist ja, das ist ja wieder die Frage quasi, was tun? So, oder wo kann man ansetzen? Und der erste Punkt ist ja die Frage, sozusagen das Verhältnis von Politik und Pädagogik. Das kommt mir gerade. Also wir können pädagogisch
Da kann man Medienpädagogik überlegen. Vor allem ist es meines Erachtens super wichtig, dass die Leute, die pädagogisch tätig sind, sich selbst mit den Themen beschäftigen. So und nicht einfach denken, sie haben das sowieso alles kapiert und kennen das doch und wir sind doch keine Nazis oder so. Wir sind doch nicht autoritär. So und dann kennen sie nicht mal die Sachen, auf die sich die Jugendlichen beziehen. So, da sind dann zum Beispiel diesen doppelt ironischen Sprechen zum Beispiel völlig über. Also erstmal, sie müssen sich überhaupt selbst erstmal auseinandersetzen, auch gerade mit so etwas wie Männlichkeit oder so. Pädagogisch ist da einiges machbar. Gerade wenn es um Jugendliche geht, die ideologisch nicht gefestigt sind, da gibt es ja auch schöne Konzepte zu geschlechterreflektierter Pädagogik gegen Rechts. Zum Beispiel gibt es so diesen Sammelband von Hechler und Stufe. Also da gibt es schon auch gutes Material und so. Aber die pädagogische Ebene ist nur eine Ebene. Die andere Ebene ist ja die Ebene der politischen Auseinandersetzung, die genau das betrifft, was wir vorhin hatten. Es wird lauter oder es wird sichtbarer. Also die Frage, welche Sprecherpositionen in der Gesellschaft bedienen denn eigentlich diese Diskurse? Können Versatzstücke von antigenderistischen Vorstellungen zum Beispiel, die finden sich auch in den Feuilletons der großen Zeitschriften. Das ist ja nicht nur in der Menosphäre im Internet oder so. Die AfD sitzt in den Parlamenten. Also da sind wir auf einer, und da geht es ja nicht mal um Pädagogik. Da haben wir es nicht mit Jugendlichen, die noch suchend sind, zu tun, sondern da sind wir bei Leuten, die sind erwachsen, die sind gefestigt, die haben gefunden. So, da ist pädagogisch nichts machbar. Also da muss Pädagogik auch sich ihrer Ohnmacht eingestehen. Und da geht es um eine politische Auseinandersetzung. Also da geht es um Kämpfe, um Diskurshoheiten, wer kann wo sprechen. Da gibt es die Ebene, wer darf zum Beispiel in Universitäten sprechen. Es gibt ja immer wieder Proteste von Studierenden, die sagen, nee, hier die und die Position lassen wir nicht in diesem mit gesellschaftlicher Autorität ausgestatteten Sprechraum auftreten. Also genau um solche Auseinandersetzungen geht es dann, die überhaupt nichts mit Pädagogik zu tun haben. Und diese Ebene ist, glaube ich, von entscheidender Wichtigkeit. Also eine Ebene von Auseinandersetzungen in der politischen Öffentlichkeit, von Wahlkämpfen bis zu Demonstrationen. So. Weil es halt darum geht, welche Diskurse können überhaupt stark sein, welche sind laut und sichtbar und welche sind nicht laut und sichtbar, sondern irgendwie dann doch wieder abgedrängt. Damit sind sie nicht weg. So, aber zurzeit ist ja das Neue, dass bestimmte Diskurse, die selbst gar nicht so neu sind, aber dass sie halt lauter werden, sichtbarer, dass man Wahlen mit ihnen gewinnen kann. So. Das finde ich immer total wichtig, das nicht zu vergessen. Sonst sind wir also gerade in so einem Kontext wie hier, ist man sonst schnell auf so einer Ebene von nur über Pädagogik reden. Und das ist wichtig. Aber ja. Ja. Ja, vielen Dank. Als nächstes Lisa Wessel. Ja, von mir auch erstmal Dankeschön für den Vortrag und die Diskussion. Ich finde das alles sehr spannend. Ich würde jetzt gerne nochmal so den Blick richten auf so ein ganz aktuelles Phänomen und wollte fragen, ob Sie vielleicht ein paar Gedanken haben zu den Corona-Protesten, Querdenker-Protesten. Weil, genau, ich habe da so eine Beobachtung gemacht. Und zwar wird ja so gerade aus der neuen Rechten oft so eine Querfrontstrategie in Anführungszeichen propagiert, wo es dann irgendwie um so ein Auflösen von so klassischen ideologischen Spektren von rechts-links geht. Und das ist ja aber was bei vielen Themen einfach gar nicht so gut funktioniert, also wo die Rechten dann da trotzdem irgendwie sehr alleine mitstehen. Und was mir aber aufgefallen ist, dass das ja zum einen irgendwie bei Corona ganz gut zu funktionieren scheint, dass da sehr viele unterschiedliche gesellschaftliche und auch ideologische Gruppen dran teilnehmen. Und ich habe dann so drüber nachgedacht, was es vielleicht sonst so für Themenkomplexe gab, wo das in den letzten Jahren vielleicht schon mal funktioniert hat. Und so ungefähr das Einzige tatsächlich, was mir wirklich eingefallen ist, waren so die Proteste in Baden-Württemberg. Ich glaube, das war so 2015, wo es irgendwie um die Proteste, glaube ich, zu dem neuen Bildungsplan ging, um die Sexualerziehung. Ja, 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 die Demos für alle. Ja, ja, Stichwort Frühsexualisierung von Kindern und diese ganze Episode. Genau, und da wäre jetzt nochmal eine spezifischere Frage, ob Sie da vielleicht irgendwelche Parallelen sehen oder was Sie vielleicht bei diesen Corona-Protesten für, sagen wir mal so,
vergeschlechtlichte Anknüpfungspunkte verschiedener gesellschaftlicher Gruppen sehen, ja, die dazu führen, dass sie dann zum Beispiel auch eben wirklich mit strammen und bekannten Neonazis auch. Ja, vielen Dank. Dazu hatte ich in der früheren Version des Vortrags ganz viel zu, aber dann wurde mir klar, das wird zu viel und zu lang und letztlich ist er jetzt trotzdem immer noch zu lang gewesen. Ich finde diese Querdenker, Querdenkerinnen-Demos, die sind, also ich gehe mal davon aus, was zunächst als das neues Phänomen war, sicherlich nicht nur mir so ging, das, was verwirrend ist. Also dieses wirklich gemeinsam auf der Straße sein von, ich sage jetzt mal etwas klischiert, Hippies und Nazis. So, oder esoterisch angehauchten oder anthroposophisch angehauchten, die Grünen wählenden mit strammen Nazis, mit militanten Nazis, so Reichskriegsfahnen zusammen mit Regenbogenfahnen oder Apache-Fahnen. So. Das war ja irgendwie das Faszinierende, oder das wissenschaftlich vielleicht Faszinierende, politisch Erschreckende, wieso das funktioniert. So. Wo ja auch ideologisch teilweise heftige Differenzen sind, in vielen Punkten. Also manche sind offen rassistisch, andere verstehen sich selbst als explizit antirassistisch, die auf den Demos mitlaufen. So, und was ist das gemeinsam? Wieso funktioniert das? Und ich glaube, das funktioniert genau wegen einer doch alle verbindenden autoritären Haltung, die man jetzt halt nicht zu eng in irgendeinem politischen Schema denken müsste. Man kann sich auch links verorten und trotzdem autoritär sein. So, dann ist die Frage, ob das politikwissenschaftlich wirklich links ist, was man vertritt, aber zumindest vom Selbstbild kann man das denken. Und das Spezielle, und da wird es dann nämlich auch geschlechtertheoretisch spannend, ist dieses intensive Zelebrieren des Wirs, der unentfremdeten Gemeinschaft auf diesen Demos. Also für diese frühere Version des Vortrags hatte ich mir mal so T-Shirt-Werbung, Merchandising für diese Querdenker-Demos angeguckt. Da gibt es dann T-Shirts, da steht drauf Liebe, Frieden, Freiheit und so. Und das, also dieses Liebe, Frieden, Freiheit. Auch Herzchen finden sich häufig auf den Demos, häufig dann halt mit Friedensfahnen und so. Also ein ganz intensives Zelebrieren von so einer, und das meine ich, und das, auch wenn das ein ganz anderes Phänomen ist, aber trotzdem ähnelt das diesem Anbranden gegen das Kapitol, wo auch irgendwie es nicht mehr einzelne Subjekte, Individuen sind, sondern es ist so ein gemeinschaftliches, ganzheitliches. Es gibt keine Trennung zwischen uns. Das knüpft auch an esoterische, anthroposophische Vorstellungen von Aufhebung, von Entfremdung, von Naturverbundenheit, von Gegenapparatemedizin und so. Und dieses Moment von diesem Unmittelbaren, diesem dann auch als nicht verkopft, bloß nicht irgendwie verkopft, ganz echt und das Gefühl muss doch zählen. Diese Vorstellung von Zusammensein, das ist das, was, glaube ich, dieses massenpsychologische Moment beschreibt, dieses Gefühl von Einheit in der Massenpsychologie, von Identifikation miteinander, von nicht mehr irgendwie getrennte Subjekte, die auch alle möglichen Konflikte miteinander haben und unterschiedliche Meinungen und so, sondern da kann alles zusammenfließen und für dieses Einheitsmoment, das wird häufig sehr weiblich konnotiert, symbolisiert. Also mit den Herzen zum Beispiel, mit diesen bunt gemalten Bildern von Liebe, Freiheit, Frieden. Das sind ja Symboliken, die von den Assoziationshöfen weiblich Konnotiertes haben. Das finde ich super spannend. Also dieses, dann haben wir irgendwie die männliche Entfremdung eher und die weibliche Unentfremdetheit. Da könnte man, glaube ich, noch viel drüber nachdenken. Genau, und zugleich aber gehört natürlich zur Massenpsychologie immer die Projektion, die Feinde. Und das findet sich ja bei den Corona-Demos dann ja auch massiv. Einerseits Liebe, Frieden, Freiheit, aber wenn es dann um Bill Gates geht oder Merkel oder die Juden oder die QAnon-Verschwörung, die da ja auch sehr beliebt ist, dann sind da sehr massive Gewaltfantasien und so da. So, und dann ist, also dieses Liebe, Freiheit, Frieden ist immer das Innen und Außen
So. Deshalb finde ich, ist das ein sehr spannendes Phänomen, diese Querdenker-Demos, Querdenkerinnen-Demos, wo die, ja, die aber in, die auch passen zu diesen projektiven, massenpsychologischen Mechanismen. So. Ja, herzlichen Dank. Wir sind jetzt schon anderthalb Stunden dabei, aber ich erlebe es nach wie vor als eine interessante Debatte, wo auch noch weiterhin wir mit 90 Teilnehmenden auch nicht mehr unter uns vier Fünfen sind. Und deswegen auch nochmal einen Blick auf die Fragen im Chat. Dazu, Volker, wollte ich dich fragen, ob du es ein Stück weit bündeln, strukturieren kannst oder nochmal benennst. Mhm. Ja, gerne, übernehme ich sehr gerne. Ist ein bisschen schwierig, die Fäden alle zusammen zu bündeln. Ich versuche das mal. Ich habe so fünf Cluster gefunden. Erstmal natürlich viel Lob und Dank für den Vortrag. Es gibt zwei Tipps, sage ich mal, einmal einen Filmtipp von CNN zu einem feministischen Workshop. Gebe in einem kalifornischen Männergefängnis. Dann gibt es eine Buchempfehlung von Irene Faas von der Einheit zur Differenz. So, dann gibt es das Thema Vertiefung. Ja, ich weiß jetzt nicht, lieber Sebastian Winter, wie du mit diesen umgehen willst. Ich such dir vielleicht das raus, wo du was dich anspricht. Ja? Es gibt den Wunsch nach Vertiefung. Da gibt es erstmal den Punkt heile Familie, speziell Vater. Das sollte, da war, glaube ich, nochmal die Bitte, das war aber sehr früh, ich glaube, da wurde zur heiligen Familie auch schon nochmal was nachgereicht. Sozialstruktur der Männer, dieser Männer, das war so eine Frage, wo, ob man das vertiefen könnte. Und dann der Hinweis, fragend, ist das alles ein neues Phänomen oder ist das nicht aller Teveleit schon beschrieben worden? Ich denke, mit den Formulierungen, da hatten Sie ja, Herr Winter, ja was zu gesagt, Panzerung, Flutung, da dass Sie sich durchaus zumindest im Vokabular von Teveleit auch bedienen. Das waren so Vertiefungsfragen, Bitten. Dann gibt es so ein Feld Identitätskonstruktion. Ja, da wurde ein bisschen auch schon im Chat hin und her diskutiert. Die Frage über, ja, wie sieht denn überhaupt Identitätskonstruktion aus? Sind nicht fluide Identitäten ein möglicher Gegenentwurf, sag mal, zu reaktionären, festen Identitäten? Das wird vorgeschlagen. Und auch dann wurde so gesagt, na, die Suche nach Identitäten ist immer ein problematisches Momentum. Da wird auch nochmal auf einen Artikel in einem FICO-Magazin, den ich jetzt nicht kenne, nochmal hingewiesen. Dann so als letzter großer Punkt dieses, ich nenne es mal die was, das Was-Tun-Cluster, ja, was denn nun tun? Also wie gelingt Männlichkeit weg vom Autoritären? So könnte man dieses Cluster auch überschreiben. Ne? Da wird interessanterweise hingewiesen, dass es einige pädagogische Herangehensweise gäbe, aber es wird hier bemängelt, dass es für ein höheres Alter, bestimmtes Alter, keine oder nur wenig Konzepte gäbe. Ja? Das wird auch nochmal aufgegriffen von anderen, die sagen, intervenieren im Erwachsenenalter, das sei auch sehr wichtig und bisher sehr wenig beachtet worden, sehr wenig methodisch-konzeptionelles stünde da zur Verfügung. Dem wird so ein bisschen widersprochen und sagt, nein, das gibt es sehr wohl und zwar ganz konkret, hier gibt es mobile Beratung gegen Rechtsextremismus, wird hier gerade Schleswig-Holstein gesagt, aber auch in anderen Bundesländern gäbe es Präventionsangebote, also ganz praktischer Hinweis, sagt doch, auch für Erwachsene gibt es dann so ein paar Ideen, ne, ob das Eingeständnis von Verletzlichkeit ein Mittel der Resilienz gegen sozusagen rechte Kaperung, sag ich mal, ist, ja, Männer verstehende Männer, auch das wird so vorgeschlagen unter diesem Was-Tun-Cluster, dann nochmal Verluste damit, ja, das ist vielleicht nicht die Fluidität, ja, das soll doch ob das eine Möglichkeit ist, sozusagen autoritäre Muster zu verlassen. Zum Schluss nochmal Vorschläge zu gemeinsamen Klammern. Da sind dann zwei Vorschläge, einmal den Antisemitismus oder den Antifeminismus als gemeinsamen Klammer zu verstehen. So, das ist meine sozusagen Lehrung des Chatverlaufs. Vielen Dank soweit.
Ja, vielen Dank. Soll ich dazu jetzt zu allem was sagen? Such dir was raus, würde ich jetzt auch vorschlagen. Ich kann ja mal anfangen. Ich habe mir zumindest so die Cluster mitgeschrieben. Ich selbst habe den Chatverlauf nicht verfolgt. Irene Fast, ja, finde ich guter Literaturhinweis. So, gäbe auch noch viele andere. Zu Heile Familie. Ja, das habe ich jetzt ja leider gekürzt. Ich finde das sehr zentral, vor allem, weil es mir darum ging, sozusagen die Gemeinsamkeiten in diesem scheinbar ganz unterschiedlichen herauszuarbeiten. Also zwischen diesem Entwurf der heilen völkischen Familie und dem offen frauenfeindlichen Entwürfen. Das hatte ich als zwei Varianten vorgestellt, in denen es eigentlich um dasselbe geht, nämlich das, was Rolf Pohl als Männlichkeitsdilemma, also dass die Abhängigkeit nicht aufhört, dass die Männlichkeit stets prekär bleibt, das zu lösen. Entweder im absoluten Frauenhass und auch Gewalt, im anderen Fall, in dem eine scheinbar harmonische Familienkonstellation propagiert wird, die noch harmonischer oder heiler ist als die klassische bürgerliche Familie. Die bürgerliche Familie ist ja quasi auch ist ja sozusagen das klassische Bild der bürgerlichen Geschlechterordnung halt, also wo Weiblichkeit und Männlichkeit als Gespaltene sich dann aber wieder versöhnen, miteinander vermählen, ein Ganzes bilden. So zwei Hälften, die zusammenkommen, der alte Kugelmenschenmythos, heterosexuelle Variante. So, in der völkischen heilen Familie, wie die AfD sie vertritt, kommt ein drittes Moment hinzu, nämlich nicht nur heterosexuellen Mann und eine Frau kommen zusammen, kriegen Kinder, sondern das Volk. Die Mann und Frau kommen zusammen als Teile, als Zellen, hätte man im Nationalsozialismus gesagt, des großen Ganzen, des Volkes. Und dieses Volk wiederum funktioniert massenpsychologisch. So, und dadurch entsteht ist diese heile, diese autoritäre, völkische, heile Familie nochmal eine ganz spezifische, wo auch die Geschlechterbilder dementsprechend spezifisch aufgeladen sind. Zum neuen Phänomen hatte ich, glaube ich, schon einiges gesagt. Thema Erwachsenenbildung, was tun? Ja, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Da kann man zum Beispiel an Volkshochschulen denken, aber auch an andere Bildungsträger, weil gerade wenn wir davon ausgehen, dass es nicht um ein für alle Mal feste, fixierte Charakterstrukturen geht, sondern dass man auch als Erwachsener noch den Anschluss finden kann an autoritäre Bewegungen, selbst wenn man bisher oder vorher in seinem Leben damit relativ wenig zu tun hatte. So, und dann aber im Zuge, weil in der Verwandtschaft oder so zunehmend irgendwie Verschwörungstheorien wuchern oder Impfgegnerschaften wuchern, so dann da doch noch den Anschluss dran finden. Und um dagegen zu wirken, ist auch Erwachsenenbildung ein ganz, ganz zentrales, wichtiges Feld. Antisemitismus und Antifeminismus als Klammern, gerade die beiden, also Antisemitismus und Antifeminismus sind, glaube ich, oder Antifeminismus, ich benutze häufig das Wort Antigenderismus, ist ja eine Selbstbezeichnung der Bewegung. Da kann man über die Begriffe viel sich unterhalten. Aber auf jeden Fall Antifeminismus und Antisemitismus sind, würde ich auch fassen, als die zwei großen Klammern, die zum Beispiel auch intersektionelle Perspektive querliegen können zu rassistischen Spaltung. Also ein deutscher Antifeminist und ein islamistischer Antifeminist oder ein christlich-deutscher Antifeminist und ein islamistischer Antifeminist können durchaus Ähnlichkeiten entdecken, selbst wenn sie sich vielleicht aus rassistischen Gründen der christlich-deutsche Antifeminist den islamistischen hasst, so vielleicht sich bei Pegida organisiert. Oder so. Also da ergeben sich ganz spannende, Thema Intersektionalität viel ja schon, intersektionale Kombinationen. So. Und vor allem Antifeminismus und Antisemitismus als zwei
Ideologie, die halt quer zu rassistischen liegen können. So beim Corona-Demos hatten wir eben auch schon das Beispiel, dass da Rassisten und Antirassisten gemeinsam demonstrieren können in der Feindschaft gegen die da oben, die irgendwie irgendwelche Chips impfen wollen oder so. Zum Identitätsthema. Großes Thema. Ich denke nicht, dass es sozusagen ein wirksames Mittel ist, bessere Identitäten zu finden, sondern viel spannender, wie ja wohl dann im Chat geschrieben wurde, so etwas wie eine Fluidität, eine Verflüssigung von Identitäten, wobei auch das meines Erachtens noch nicht reicht, weil vielleicht geht es teilweise weniger um Fluiditäten, sondern mehr noch um Konflikte, also sich innerer Konflikte, auch unlösbarer Konflikte klar zu werden, die Identität untergraben. So etwas wie, wenn wir Männlichkeit haben, Autonomie und Verletzlichkeit. Da ist ein Konflikt zwischen, das lässt sich nicht einfach so fluide versöhnen. Ich bin halt autonom unverletzlich. Sowas hat häufig eher wieder, da steckt häufig so eine Vollständigkeitsfantasie drin. Ich bin halt nicht nur männlich, sondern auch weiblich. Ich bin Yin und Yang, so ein vollständiger Mensch quasi. Da bin ich wieder sehr skeptisch, so, weil das auch wieder was sehr Identitäres hat. Ich komme halt auch von der Psychoanalyse her theoretisch. Deshalb liegt es nahe, meine Perspektive eher immer auf die Konflikte, auf das Nicht-Funktionierende, auf das gerade nicht sich harmonisch irgendwie zu einem fluiden Ganzen ergänzende. So. Genau. Ja, herzlichen Dank. Ich wollte mal sagen, dass wir jetzt ja auch schon eine Stunde und 43 Minuten in der Diskussion sind. Mein Vorschlag wäre, es gibt noch drei Wortmeldungen, dass wir die quasi noch zu Worte kommen lassen und dann uns langsam beschränken und zum Ende kommen. Ich hoffe, dass es geht mir jedenfalls so. Ich könnte noch gerne weiter diskutieren. Das finde ich eine sehr spannende Veranstaltung, aber vielleicht machen wir dann da auch zusammen Ende mit diesen drei Fragen, die es noch gibt. Ja, ich habe noch Klaus Schwärmer und Fabian Brüning, die ich als erstes mal nehme. Dann hat sich Hagen Botek noch mal gemeldet, den ihr vielleicht als letzten, er war ja schon mal dran. Also erstmal Klaus Schwärmer. Ja, ich möchte mich auch bedanken für den sehr interessanten Vortrag. Und ich habe so zwei Gedanken da drin. Also das eine ist, ich habe verstanden, dass auf der Einstellungsebene Männer nicht unbedingt rechter sind als Frauen, sondern dass eher eigentlich die Form, wie das Rechtsein oder wie die Einstellung ausgelebt wird, dass die halt also in einem geschlechterdualistischen Modell unterschiedlich ausgelebt wird. Oder vielleicht werden auch dann das wird unterschiedlich delegiert oder als Auftrag angenommen, also Verhalten im öffentlichen Raum von Männern beispielsweise. Also das, glaube ich, ist schon immer noch mal wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn wir über Rechtssein sprechen, dass das nicht immer so gleich ist. Okay, rechts, das sind eher die krakelnden, in Anführungsstrichen, sichtbaren Männer. Also das fand ich nochmal einen sehr wichtigen Hinweis von Ihnen. Vielen Dank auch dafür. Dann möchte ich vielleicht noch mal einen durchaus positiv gemeinten Gedanken hineinbringen, und zwar ob die ganzen rechten Bewegungen, die jetzt auch die letzten Jahre so aufgeploppt sind, nicht auch unter anderem ein Zeichen davon sind, dass die autoritären Modelle in den letzten 30 Jahren deutlich an Hegemonie verloren haben. Also gerade was auf der gesellschaftlichen Ebene alles passiert ist, das ist schon zumindest in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern möglich, viel offen möglicher geworden. Also queeres Leben, schwules Leben, das offen zu zeigen, ist möglicher geworden. Partnerschaftliche Arbeitsteilung, aktive Vaterschaft, das sind alles Dinge, wenn ich an die 70er Jahre denke beispielsweise, das war dort
das brach dort erstmals so richtig auf. Ja, so. Und in solchen langen Wellen, ein bisschen gedacht, ist es auch ein Abwehrkampf sozusagen, eine Krisenreaktion des Autoritären darauf, dass die Hegemonie verloren gegangen ist. Im Gegensatz zu den 50er, 60er Jahren, ja, da waren das, was heute AfD ist, das war Mainstream, das war nicht der Rand, das war die Mitte. Ne? Die Rufe irgendwie, euch muss man alle aufhängen, ihr langhaariges Gesocke und so weiter, also das ist noch nicht lange her. Mhm. Also es ist auch ein Zeichen von Veränderung, das wollte ich nochmal in Gedanken vielleicht noch mit hineinbringen. Ja, vielleicht können wir direkt noch Fabian Brüning anschließen. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für den Vortrag und auch die Bereitschaft, jetzt danach noch zu diskutieren. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend gewesen. Ich habe eigentlich auch nur so eine Bitte um noch so eine kleine Vertiefung eigentlich. Also vor allem dieses Konzept quasi der Männlichkeit, hegemoniale Männlichkeit, wie man es nennen möchte, inwiefern was da alles für Wirkmechanismen sind, die quasi prädispositionieren zu einer Übersetzung von einer Einstellungsebene hin zu tatsächlichen Taten, gewalttätigen Taten oder aggressiven Verhalten. Ja. Genau, weil das im Vortrag so angeklungen ist, aber ich glaube, da noch sehr viel eigentlich zu sagen wäre. Ja. Okay, dann antworte ich erstmal. Das sind, finde ich, nochmal spannende Aspekte. Zu dem ersten, autoritäre Modelle haben an Hegemonie verloren. Erstmal würde ich sagen, ja, das kann man auf einige Aspekte beziehen. Also gerade wenn wir es auf Geschlechterordnungen beziehen, wenn wir uns auf einer Ebene von Einstellungsuntersuchungen zum Beispiel, hat sich da tatsächlich in den letzten 30 Jahren sicherlich einiges getan. Dann erhebt sich aber ja trotzdem die Frage, warum ist es attraktiv, sie wiederzuholen oder sie in neuer Form wiederherstellen zu wollen? Und meines Erachtens kommt man da der Antwort näher, wenn man fragt, stimmt das überhaupt, dass die autoritären Modelle so sehr an Hegemonie verloren haben? Und wenn ja, wo? Auf welcher Ebene? Ich selbst habe ja... mein eines Forschungsgebiet ist ja tatsächlich Geschlecht und Ressentiment oder Geschlecht und Autoritarismus. Das andere Forschungsgebiet von mir ist Väterlichkeit, affektives Erleben von Väterlichkeit, häusliche Arbeitsteilung bezüglich Kinderbetreuung bei Heteropaaren. Und da gibt es ja die interessante Beobachtung auch schon jetzt seit längerem, dass sich zwar die Einstellungen ändern, die Praxen aber nicht. Die Praxen, was Kinderbetreuung anbelangt, die geschlechtliche Aufteilung, bleiben sehr stabil, wird auch in aktuelleren Untersuchungen wieder bestätigt, so dass die Frage entsteht, sind diese, sagen wir mal, autoritären oder geschlechterkonservativen Modelle, haben die nicht untergründig sowieso weitergelebt, was zum Beispiel dann die Frage betrifft, Bourdieus Modell von Libido Dominandi oder Rolf Pohls Modell der paranoiden Abwehrkampfhaltung, die beschreiben ja sozusagen eine affektive Struktur von Männlichkeit, die einen Anspruch erhebt auf, das hat 1960 gegolten, das gilt aber auch heute. Also ich finde es sehr spannend, die Frage, hat sich auf so einer affektiven, auch dann die Haltung, auch die Handlungen bestimmenden Ebene, überhaupt so viel verändert? Oder ist es nicht nur, sind nicht nur die Diskurse, auch die Selbstansprüche darüber hinweggegangen, was natürlich dann wieder neue Konflikte erzeugt? Also was weiß ich, einen emanzipatorischen, profeministischen Anspruch, Einstellung und gleichzeitig aber recht konservative, stereotype Verhaltensweisen, was zum Beispiel Kinderbetreuung anbelangt, aber auch sexistisches Verhalten oder so. Ich weiß nicht, ob ich die Frage so getroffen habe, aber das ist mir dazu eingefallen. Das andere, die Wirkmechanismen der Übersetzung von Einstellung und Tat, das finde ich nochmal sehr zentral, weil dazwischen ist eine Kluft. Also vor allem, wenn wir jetzt unter Tat Gewalttaten verstehen. Es kann jemand in der Menosphäre, in den
Chats sich den übelsten Gewaltfantasien hingeben. Das heißt natürlich nicht, dass er real Gewalttaten begeht. So, er kann sich Vergewaltigungsfantasien hingeben. Das heißt nicht, dass er real jemanden vergewaltigt. Weshalb ich die Frage sehr zentral finde und aber auch nicht richtig beantworten kann, wie da eigentlich der Übergang ist, was passiert, damit jemand, wie dann zum Beispiel der Stefan Balliet in Halle, diese Fantasien tatsächlich macht, also ins reale Leben umsetzt, während die meisten 99% sie nur als Fantasien sich ihnen hingeben. Das finde ich eine wichtige Frage. Man könnte anknüpfen vielleicht an die Überlegung dazu, wie das beim Militär funktioniert, da sozusagen Tötungsfantasien umzusetzen in reales Töten, was ja auch nicht einfach ist, was psychologisch ja auch voraussetzungsvoll ist. Also wie funktioniert da eigentlich die Sozialisation in dieser Atmosphäre Militär, sodass hinterher die Leute tatsächlich es auch in die Realität umsetzen. Finde ich, ist ein eigenes, aber sehr wichtiges Thema. Ich finde den Hinweis, bin ich dankbar für den Hinweis, dass da eine Kluft zwischen ist, dass man nicht von den Fantasiewelten, diesen Men aus vier Fantasiewelten unmittelbar auf das reale Verhalten schließen kann, aber es gibt einen Zusammenhang. So. Okay, da gibt es noch viele Anknüpfungspunkte. Ich hatte angeregt, noch eine Wortmeldung zu Wort kommen zu lassen und ich bitte da vielleicht etwas kürzer darauf zu antworten, damit wir dann zusammen noch ein Ende finden. Ja, es gibt noch die Wortmeldung von Hagen Botek. Ja, danke zum Schluss. Ich würde gerne noch doch auch noch mal was Positives reinbringen, nämlich den Aspekt von, wir unterhalten uns ja davon, dass es um männliche Handlungen geht, also das Thema Gewalt in der Gesellschaft, was ja nun zumindest nach Forschung zu einem großen Teil von Männern ausgeht, aber Männer eben auch zu einem großen Teil davon betroffen sind. Insofern wäre es ein Plädoyer dazu, zu sagen, das ist eben auch ein Männerthema und deswegen sollten sich eben Männer auch solidarisch mit dem Thema auseinandersetzen. Solidarisch zum einen mit den Betroffenen von Gewalt, weil letztendlich kann jeder Mann ja auch selber von Gewalt betroffen sein. Also insofern sitzen wir an der Stelle im selben Boot. Aber natürlich eben auch, um ein gutes männliches Bild auch darzustellen und vorzuleben und zu entwickeln. Ich glaube, auch das ist nochmal ein wichtiges Thema. Und insofern ist ja gut, dass es sowas wie Forum Männer, Bundesforum Männer und Dachverbände gibt, die dem Thema gerade auch nochmal Schwung geben. Und ich glaube, dahin sollte es auch gehen, mehr Männer, die sich mit der Verletzlichkeit von Männern auseinandersetzen und da eben auch Angebote schaffen für junge Menschen, also Jungs, und Mädchen, aber eben auch männliche Jugendliche und Heranwachsende, um da ein anderes Männerbild zu kreieren. Tja. Ja, vielen Dank dazu nochmal, aber Ihre Antwort noch. Dem kann ich natürlich nur zustimmen, vielleicht mit der kleinen Warnung wieder, wie vorhin schon, aufzupassen, dass man aber nicht so eine toxische Männlichkeit dann einfach der guten Männlichkeit gegenüberstellt, also als wäre da so ein ganz scharfer Bruch zwischen, sondern auch immer guckt. Also es bleibt auch eine Auseinandersetzung mit sich selbst, natürlich, das will ich nur betonen. Ich bin eben nur ganz kurz im Chat noch über was gestolpert, ohne das jetzt richtig mit durchlesen zu können. Da gab es irgendwie gerade eine Diskussion, Rechtsextremismus lässt sich nicht bekämpfen oder so, weil sich unbewusste Ängste nicht bekämpfen lassen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Ich denke schon, Rechtsextremismus lässt sich natürlich bekämpfen, weil er ja gerade nicht irgendwie eine einfach menschliche Tatsache ist, sondern es ist eine Verarbeitungsform. Die hat auch etwas mit politischen Machtverhältnissen natürlich zu tun. Psychodynamisch betrachtet ist eine Verarbeitungsform, eine abwehrende Verarbeitungsform, gerade von Ängsten. Und natürlich lässt sich der Rechtsextremismus bekämpfen. Darum geht es ja eigentlich. Gut, ich habe es auch immer so verstanden, dass es auch darum ging, es ist eine gute Möglichkeit, das sozusagen wieder nach außen, sich nicht in eigenen Positionen zu stellen oder sich den eigenen Fragen auch zu stellen, sondern eher das wieder in so einen
Kampfmythos zu gehen. Aber gut, das wäre nochmal eine eigene Diskussion. Wo sind die Räume? Es ging ja dann auch um Psychotherapie nochmal. Das ist auch ein Stichwort für mich. Wo sind Räume? Also gerade sei es in therapeutisch geleiteten Gruppen, Männergruppen oder was auch immer, aber auch die nicht einfachen Auseinandersetzungen und wo wir als Therapeuten ja auch an die Grenzen kommen, diese Gratwanderung zu halten, nicht voll auf das Thema einzusteigen und trotzdem irgendwie da ja weiterzukommen, als einen Schlagabtausch über Meinungen hinzukriegen. Also das ist eine Herausforderung, die ja auch einfließen muss in Therapie, Ausbildung und so weiter und so fort. Aber ich möchte mich an dieser Stelle jetzt bedanken für den Vortrag und ja, auch die rege Beteiligung von allen. Das freut mich sehr, dass aus meiner Sicht das allein deswegen schon gelohnt hat. Ich habe viele Anregungen mitgenommen und so wie ich den Chatverlauf und die Äußerungen höre, auch viele andere. Ich kann noch mal sagen, es ist ja ein Vortrag in einer ganzen Reihe. Also wir haben vor, noch 6 weitere Vorträge dieser Art zu machen. Und da sind natürlich Sie, Herr Winter, aber auch alle anderen herzlich wieder zu eingeladen. Auch wer sich für das Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse interessiert, sich gerne dort auch in den Verteiler aufnehmen zu lassen, weil wir ja auch nicht nur diese Veranstaltungsreihe machen wollen, sondern auch in Zukunft weitere. Und deswegen nochmal, ich glaube, im Namen von allen herzlichen Dank für diese spannende Debatte und Ihren Vortrag. Danke. Ja, vielen Dank. Das war ein sehr interessanter Abend. Hat mir gefallen. Ja, auch von mir nochmal herzlichen Dank auch für die spannende Diskussion, für die Beteiligung im Chat, für alle, die sich da geäußert haben. Das sind Fragen, die wir uns weiter begleiten werden. Und natürlich geht es darum, weiter auch Rechtsextremismus zu begegnen. In unterschiedlichsten Formen, auf unterschiedlichen Ebenen und Antifeminismus genauso. Gut, ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend noch. Bleiben Sie uns gewogen, gucken Sie auf unsere Website. Wir werden das Video in, ich denke mal, circa einer Woche spätestens online haben. Da finden Sie dann auch schon das Video mit Professor Fabian Lamp. Und so werden die Diskussionen, die wir hier geführt haben, auch nicht verloren gehen und nochmal nachzuhören sein. Ja, vielen Dank an alle Beteiligten für die Moderation, fürs Sprechen, fürs sich Beteiligen an die Technik. Ich wünsche noch einen schönen Abend und entweder hier oder in einem anderen Theater sehen wir uns wieder. Bis dahin, tschüss. Auf Wiedersehen.